Deswegen sind wir heute auch nicht wie sonst üblich im Landtag, sondern senden von hier, von der Messe in Magdeburg. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Landtagswahl 2016 hier in Sachsen-Anhalt war eine Zäsur. Wegen der starken AfD wurde ein bis dahin in Deutschland einmaliges Experiment nötig. Die sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Keine Liebesheirat. Gehalten hat das Bündnis dennoch trotz mancher Krise. Wird es eine Wiederholung geben? Das sehen wir im Laufe des Abends. Und der wird wirklich spannend, denn viel hängt von der Stärke der AfD ab. Der Herr der Zahlen, der ist wie immer Jörg Schönborn. Jörg, auch mit im Bund wird ja dieses Ergebnis heute Abend mit Spannung erwartet, oder? Da ist man schon sicherlich nervös. Ja, du hast gesagt, zweiter Höhepunkt. Wir hatten Landtagswahlen im Südwesten im März. Und seither haben die beiden Parteien mit den beiden besten Chancen fürs Kanzleramt, CDU und Grüne, nominiert, wer Kandidatin, wer Kandidat ist. Das ist natürlich der letzte Stimmungstest. Da hängt davon ab, wie dann der Wahlkampf so anläuft. Naja, und dann schauen wir natürlich auf die AfD. Sie hat damals hier in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal 20% gerissen. Nicht, weil, wie einige Medien spekuliert haben, sie in die Nähe der CDU kommen könnte. Das haben unsere Vorwahlumfragen nicht gezeigt. Sondern, weil sie im Westen ja stückweise ihren Zenit überschritten hatte. Und da sind wir gespannt, wird das hier auch so sein? Hatte sie 2016 ihren Höhepunkt erreicht oder kann sie sich halten oder weiter steigern? Ich denke, das ist spannender Stoff für heute Abend. Definitiv. Sachsen-Anhalt, muss man sagen, liegt mitten in Deutschland. Für die meisten Deutschen ist Sachsen-Anhalt aber immer noch eher unbekannt. Wenige denken da direkt an die vielen UNESCO-Welterbestätten wie Quedlinburg oder das Bauhaus Dessau oder an Sachsen-Anhalt als Wiege der Reformation. Höchstens der Werbetitel Land der Frühaufsteher, den die Sachsen-Anhalter selber verspotten, ist manchem ein Begriff. Aber das Land hat auch ein Identitätsproblem. Da trifft der industriell starke Süden auf den ländlich geprägten Norden um die Landeshauptstadt Magdeburg. Was macht die Menschen in diesem Land aus? Was bewegt sie? Kathi Obermann hat sich auf eine Reise durchs Land gemacht. Ich würde eine Blitzumfrage mit Ihnen machen. Na dann. Entweder oder. Stadt oder Land? Stadt. Bleiben oder gehen? Bleiben. Bleiben. Bleiben auf jeden Fall. Bleiben. Kohle oder Windkraft? Windkraft. Wählen oder nicht wählen? Wählen. Sachsen-Anhalt ist auf der Suche. Nach Identität und nach einem neuen Image. Das Alte ist wenig schmeichelhaft. Sachsen-Anhalt gilt als Abwanderungsland, strukturschwach, überaltert, rückständig. Doch der Wind hat sich längst gedreht. Die Abwanderung ist gestoppt. Inzwischen ziehen mehr Menschen zu als weg. Jenny Müller zum Beispiel. Zugegeben, erzählt mir die Start-up-Gründerin aus München, hurra habe sie nicht geschrien, als der Anruf mit der Zusage für die Fördergelder kam. Ausgerechnet aus Sachsen-Anhalt. In meinem Kopf dachte ich so, auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich, das ist viel zu unfreundlich, das kann ich jetzt so nicht sagen. Dann habe ich gesagt, ja, ich werde mal drüber nachdenken. Und danach habe ich wirklich erstmal gegoogelt, wo ist Sachsen-Anhalt? Und inzwischen läuft die Produktion. Jenny Müller ist dabei, die Getränkeindustrie von Halle aus im wahrsten Sinne des Wortes aufzumischen. Sie hat eine Methode entwickelt, frisches Obst in Wasser monatelang haltbar zu machen. Zweifel am Standort hat sie keine mehr, im Gegenteil. Man merkt in Halle so eine Aufbruchsstimmung und man kann halt hier auch wirklich noch was bewegen. Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie das Glück. Sachsen-Anhalt, das ist ländlicher Raum. Mehr als 50% der Fläche wird bäuerlich genutzt, doch die Dörfer sind alt, überaltert. Dass es auch andere gibt, darf ich bei Familie Randl in Glinde bei Magdeburg erleben. Seit November ist die junge Familie hier zu Hause. Sie bekamen einen Wink, konnten ihr Traumhaus ergattern. Wir konnten zum Glück dazugreifen, bevor es in der Zeitung steht. Hier gibt es auch eigentlich keine Häuser zum Kaufen. Also hier, in diesem Ort. Der Boom hat einen Grund, die Nähe zu Magdeburg. Die macht für viele auch Landleben attraktiv. 40 Kinder hier im Dorf, das ist schon eine Hausnummer bei ca. Ja, 280 bis 300 Einwohnern. Ich habe das jetzt nicht genau im Überblick, aber so in der Richtung ist es. Das ist eine gute Quote, denke ich. Eine, von der die Dörfer im Braunkohlerevier nur träumen können. Spätestens 2038 wird hier, rund um den Tagebau Profen im Süden Sachsen-Anhalts, Schluss sein mit der Kohle. Ein komisches Gefühl für alle, die bereits in zweiter oder dritter Generation Bergleute sind, die schon im Sandkasten ihren Weg kannten. Damals wussten wir ja noch nicht, dass das dann irgendwann mal mit dem Kohleausstieg kommt. Aber jetzt ist es nun mal so und ich habe das nicht bereut, hier zu lernen und hier zu arbeiten.
Auch wenn es absurd klingt, noch immer sind die Ausbildungsplätze in der Kohle begehrt, erklärt mir Stefan Grun. Er arbeitet als Ausbilder und ich frage ihn, ob keiner seiner Azubis die Sinnfrage stellt angesichts des Kohleausstiegs. Nein, das kommt nicht vor. Also die wissen ganz genau, was los ist, die wissen genau, was sie erreichen können. Metallbereich, was wir hier ausbilden, wird immer gebraucht. Die Grundsachen, bohren, reiben, senken, Gewinde schneiden, die wird es immer geben, die muss man auch später noch machen. Später? Das meint nach dem Strukturwandel, wenn in gut 15 Jahren hier endgültig Schicht im Schacht ist. In Pandemiezeiten kann man es gar nicht oft genug betonen. Alle Beteiligten an diesem und weiteren Beiträgen und natürlich auch alle Mitwirkenden an dieser Sendung hier im Studio wurden tagesaktuell getestet. Da macht Jörg Schönborn auch keine Ausnahme. Nein, wir sind alle komplett negativ. Ja. So sieht's aus. Jörg, es ist jetzt schon deine 5. Landtagswahl hier in Sachsen-Anhalt und du hast es jetzt mehrfach erlebt. Hier sind immer wieder Überraschungen auch bei den Ergebnissen zu erwarten. Was ist das Besondere an diesem Bundesland? Ich glaube, heute werden auch wieder einige überrascht sein. Das kann ich schon mal vorhersagen. Lange war es ja das Bundesland mit den 20% Arbeitslosigkeit. Mich hat jetzt wirklich überrascht, wie sich die wirtschaftliche Stimmung in den letzten Jahren geändert hat. Und da hat auch die Pandemie nichts abhaben können. 74% der Menschen in Sachsen-Anhalt sagen, meine eigene wirtschaftliche Lage ist gut oder sehr gut. Nur eine Minderheit sieht das anders. Diese 74% sind auch im Bundesländervergleich ein ganz ordentlicher Wert. Im wohlhabenden Südwesten vor einigen Wochen war es nur unwesentlich mehr. Trotzdem, man sieht die Spuren des Strukturwandels, auch wie gerade im Film gezeigt. In Sachsen-Anhalt sind so viele Menschen abgewandert, ist die Bevölkerung so stark geschrumpft wie nirgendwo sonst. Hier, dieser rote Punkt, das ist Sachsen-Anhalt, -24% Bevölkerung seit der Wende. Bundesweit ist der Anstieg 5%. Länder wie Bayern haben 15% an Bevölkerung hinzugewonnen. Und so etwas verändert und prägt Menschen. Eine der ganz großen Trennlinien in der Gesellschaft ist, bin ich offen für Veränderungen, begrüße ich sie oder bin ich abwehrend und möchte, dass die Dinge bleiben, wie sie sind. Und deshalb fragen wir vor Wahlen immer, sind Sie in Sorge, dass sich die Art und Weise, wie wir in Deutschland leben, zu stark verändert? Und hier sehen wir in Sachsen-Anhalt mit 60% einen Wert, den wir noch in keinem Bundesland gesehen haben. Normalerweise hat die Mehrheit keine Sorge vor Veränderungen. Hier ist es umgekehrt. Und wenn man dann die Anhängerschaften der verschiedenen Parteien ansieht, dann sieht man, es sind vor allem die AfD-Wähler konzentriert in den Gebieten mit großer Abwanderung, die mit Sorge in die Zukunft sehen. Also auf der einen Seite wirtschaftlich viel Licht, aber eben sonst, was die Stimmung angeht, auch viel Sorge und Schatten. Und wie stehen die Sachsen-Anhalter und Sachsen-Anhalterinnen zu denen, die sie regieren? Ja, sie haben einen sehr differenzierten Blick. Sie schauen ehrlich gesagt kritisch auf ihre Landesregierung. Die wird zwar zum ersten Mal überhaupt in Sachsen-Anhalt mehrheitlich positiv bewertet, 54% zufrieden mit der Kenia-Koalition. Kurzer Rückblick, vor 5 Jahren war das noch anders, da war eine Mehrheit unzufrieden. Aber diese 54% sind im Länderwert offen gesagt ein eher bescheidener Wert. Der hier aber, Rainer Haseloff, der mit Abstand bekannteste Politiker des Landes, der Ministerpräsident, wird von 70% in dieser Rolle geschätzt. Und das wiederum ist Spitzengruppe unter den deutschen Regierungschefs. Und erstaunlich, selbst in den Oppositionsparteien bis hin zur AfD hat er starke Unterstützung. Also ja, mäßiges Urteil für die Regierung, aber der Ministerpräsident, der ragt schon deutlich heraus, Wiebke. Danke, Jörg. Wir reden gleich weiter darüber. Schauen aber vorher noch einmal kurz zurück. Vor 5 Jahren hat die AfD in Sachsen-Anhalt nach der sogenannten Flüchtlingskrise fast ein Viertel der Wählerstimmen für sich verbuchen können. Seitdem gibt es immer wieder laute Überlegungen in der hiesigen CDU, mit der AfD zu kooperieren. Für Ministerpräsident Haseloff, den wir gerade gesehen haben, darf diese rote Linie nicht überschritten werden. Schließlich droht dem Landesverband der AfD die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Die Partei gilt in Teilen als rechtsextrem. Aber steht auch nach der Wahl diese Brandmauer gegen rechts? Solche Termine liebt Rainer Haseloff. Eröffnung eines Hightech-Projekts in Leuna. Markus Söder ist mit von der Partie, soll helfen, Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Aber dann ist da immer diese Frage, die Rainer Haseloff nicht mehr hören kann. Wie hält es die CDU mit der AfD? Die Entwicklung ist schon längst über dieses Thema hinweggegangen. Auch nur zuzulassen, dass man solche Gedanken hegt. Und das waren ja auch nur ganz, ganz wenige, die ihn überhaupt geäußert haben. Sodass ich mich manchmal schon verwundere, auf welche Themen man hier setzt. Soll heißen, ein Bündnis mit rechts geht mit ihm gar nicht. Dafür stehe ich zur Verfügung und nur dafür, dass man genau in der Mitte eine weitere Mehrheit auch organisiert.
Genau dagegen hatten vor 2 Jahren 2 Vize-Fraktionschefs Front gemacht. In einer Denkschrift forderten sie, die CDU müsse das Soziale mit dem Nationalen versöhnen und außerdem offen sein für eine Koalition mit der AfD. Haseloff ging dazwischen. Später entließ er sogar seinen Innenminister und Kronprinzen, den damaligen Parteichef Stahlknecht, weil der laut über eine CDU-Minderheitsregierung, toleriert von der AfD, nachgedacht hatte. Noch gut daran erinnern kann sich CDU-Mitglied Markus Ditz. In einem offenen Brief warnen er und andere Basisvertreter vor jeder Form der Kooperation mit der AfD. Darin schwingt die Angst mit, bei einem schlechten Wahlergebnis könnten die Rechtskonservativen in der Partei die Oberhand gewinnen. Und da haben wir gesagt, nein. Also erstens natürlich keine Koalition, aber auch keine Unterstützung eines Antrags von der AfD. Und die AfD? Der Landesverband Sachsen-Anhalt gilt als Bastion des rechtsextremen, offiziell aufgelösten Flügels. Spitzenkandidat Kirchner tritt gerne gemeinsam mit dem Hardliner Björn Höcke auf. Ausschließen will er eine Zusammenarbeit mit der Union aber nicht. Ich glaube, jeder, der mit uns zusammenarbeitet, weiß, dass wir verlässlich sein können. Dazu müssen die anderen dann aber auch verlässlich sein und zum konservativen Gedankengut zurückkehren. Dann ist für mich alles möglich. Alles außer mit Haseloff, dem erklärten AfD-Gegner. Für mich ist es ja auch genauso, dass es mit Herrn Haseloff auf keinen Fall von mir aus eine Zusammenarbeit gibt. Fragt sich nur, was nach Haseloff kommt. Ja, alles hängt davon ab, wie die AfD heute Abend abschneidet. Schwächelt die CDU, wird das womöglich zur Zerreißprobe für Haseloff und den Landesverband. Jörg, und da geht die Frage direkt an dich. Wie schätzen denn die Wählerinnen und Wähler AfD und CDU ein? Ja, es ist spannend, die beiden Anhängerschaften dieser Parteien nebeneinander zu stellen, denn um die geht's ja. Insgesamt ist diese Diskussion über eine Koalition zwischen CDU und AfD zwar nicht politisch realistisch, aber natürlich eine wichtige politische Frage. 2 Drittel der Sachsen-Anhalter heute am Wahltag befragt in den Wahllokalen sagen, ich finde das nicht gut, 1 Drittel findet das gut. Jetzt aber zu den Anhängerschaften der beiden Parteien, um die es geht. Die AfD-Wählerinnen und Wähler wollen fast durchgehend zu 94%, dass ihre Partei mit der CDU eine Regierung bildet. Also klarer Wunsch auch, dass die Partei, die man wählt, in die Koalition einzieht. Und das hier ist interessant. Die CDU-Wähler sehen es ganz genau umgekehrt. 84% sagen nein, keine Koalition. Also deutliche Botschaft, wer die AfD in der Regierung möchte, der hat sie heute auch gewählt. Die anderen wollen es nicht. Sie sind ja nun vor 5 Jahren erstmalig da in den Landtag eingezogen in Sachsen-Anhalt, die AfD. Wie hat sich denn die Bewertung der Partei in der Zwischenzeit verändert? Sie waren ja damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle vor allem eine Adresse, ein Klingelschild für Protest. Und dieses Bild hat sich schon erstaunlich gewandelt. Nach wie vor ist Asyl- und Flüchtlingspolitik für die Wähler der AfD das Hauptzugfeld. Aber wenn man das Kompetenzprofil der Partei mal durchgeht, dann sind die Pluszeichen hier spannend. Plus 30, plus 34, plus 13% in der Umwelt- und Klimapolitik sind es diejenigen, die den Kohlekompromiss nicht wollen. Das heißt, die AfD hat jetzt Erwartungen ihrer Wählerinnen und Wähler zu erfüllen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger im politischen Alltag, als wenn man nur dagegen sein soll. Jörg, erstmal für diese Einschätzung. Zu den Besonderheiten der Pandemie zählt ja, dass sich die Spitzenpolitiker der Parteien schon hier versammelt haben, hier auf der Magdeburger Messe, und nicht wie üblich zunächst auf den Wahlpartys sind. Und in der Lounge dieser besonderen Begegnungszone hier vor Ort steht jetzt mein Kollege Markus Spieker. Markus, spürt man so kurz vor der Prognose die Nervosität? Ja, wie Sie es für eine Lounge gehört, ist die Stimmung, ich würde mal sagen, eher gechillt. Und das liegt natürlich daran, dass hier die Vertreter und Gäste aller Parteien sind, auch Medienvertreter, und die kühlen sich sozusagen gegenseitig runter. Ganz anders ist die Stimmung an Orten, zu denen wir keinen Zutritt haben. Hinter mir in der Halle gibt es Rückzugsräume für die Spitzenkandidaten und deren Mitarbeiter. Und die fiebern natürlich der Prognose entgegen und werden dann nacheinander an so ein zentrales Statementpult treten und ihre Statements geben. Unter anderem erwarten wir dann kurz nach 6 auch den Ministerpräsidenten und CDU-Spitzenkandidaten Rainer Haseloff, und sind auch gespannt, wie er, ob er dann euphorisch oder geknickt oder vielleicht sogar gechillt sein wird. Damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Markus Spieker. Ja, die letzten Minuten laufen, in denen die Wahllokale geöffnet sind. Und auch im politischen Berlin fiebert man mit Spannung auf die Prognose und die erste Hochrechnung hin. Denn was hier heute herauskommt, wird als wichtiger Test, wir haben es von Jörg schon gehört, gewertet für die Bundestagswahl im September. Auch für die Kanzlerkandidatin der Grünen und die Kanzlerkandidaten von Union und SPD hieß es da im Vorfeld Gesicht zeigen. Und das war mitunter keine leichte Aufgabe.
Sie waren beliebt in der DDR. Der Westen hatte die Sendung mit der Maus, der Osten Jan und Tini auf Reisen. Das war die große Sehnsucht der DDR-Bürger. Heute schauen die Menschen in Sachsen-Anhalt ganz genau hin, wer sie besuchen kommt. Diese drei wollen Kanzler werden. Doch wer kommt im Osten besser an? Für die Grünen ist der Osten ein holpriges Pflaster. Die Kanzlerkandidatin kämpft sich in Magdeburg durch den Plakatdschungel. Hallo und schönen guten Tag auch von meiner Seite. Baerbock will auch im Osten mit Klimaschutz punkten. Doch das Thema verfängt hier weniger als im Westen. Hier zählen vor allem Jobs. Grüne Politik hat es da schwerer. Der Unterschied ist, dass wir einfach 10 Jahre weniger Parteigeschichte hier in Ostdeutschland haben und deswegen an vielen Orten auch nicht bei dem Unterstützungsniveau sind wie in Westdeutschland. Aber wir haben gerade in den letzten Jahren wahnsinnig viel zugelegt. Wir suchen Abenteuer. Er will auch noch zulegen. Armin Laschet auf dem Weg in den Saalekreis. Wahlkampfunterstützung für Rainer Haseloff. Das Empfangskomitee ist schon da. Also den größten gibt es in Sachsen-Anhalt. Deswegen wollte ich das Armin auch zeigen. Und den zweitgrößten gibt es in Amerika. So. Gefunden wurde der Riesenelefant im Tagebaugebiet. Heute wächst hier Wein. Eine Rebe trägt jetzt Laschets Namen. Ein Gastgeschenk. Direkt gegenüber wächst der Wein von Markus Söder. Der kommt im Osten gut an. Mit Laschet fremdelt manch einer hier. Das war das erste Land, was ich besucht habe nach dem Fall der Mauer. Und das, was wir hier machen, Strukturwandel, Kohleausstieg, habe ich mit Rainer Haseloff sehr intensiv verhandelt, weil wir in Nordrhein-Westfalen exakt die gleichen Probleme haben und die mussten wir zusammen lösen. Jetzt will Haseloff Laschet ganz groß rausbringen. Armin, du bist doch Kohl-Fan. Du bist doch Helmut Kohl 2.0. Kanzler, das will er auch werden. Olaf Scholz sitzt für die SPD am Steuer. Er sieht sich im Osten als Mann der ersten Stunde. Ich bin ja in den 90er Jahren als Anwalt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Osten Deutschlands viel tätig gewesen, habe Betriebsräte unterstützt, Gewerkschaften, Arbeitsplätze zu erhalten. Deshalb ist das für mich etwas ganz Wichtiges, dafür zu sorgen, dass das klappt mit der deutschen Einheit unverändert als Aufgabe. Und da ist auch noch was zu tun. In Sachsen-Anhalt startet Scholz seine Charmoffensive. Der SPD-Kanzlerkandidat arbeitet an seinem Image. Richtig gezündet hat er hier noch nicht. Scholz muss den Turbo starten. Raus aus dem Umfragetief, ran an Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sehen Sie mich? Scholz auf Mission Ost. Die größte Kunst ist ja nicht nur halten und aussehen wie ein Schweißer, sondern auch können. Bis zur Bundestagswahl müssen wohl alle drei noch auf die Tube drücken. Das sind die klugen Leute bei uns in Stadt und Land. Und wir sind jetzt verbunden mit Tina Hassel, Leiterin des Hauptstadtstudios in Berlin. Tina, wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist die Bedeutung dieser Wahl für die Bundespolitik so kurz vor den Bundestagswahlen, aber eben auch ganz besonders für die Kanzlerkandidatin und die Kandidaten? Ja, groß, Wiebke Binder, denn das ist heute die endgültige Startrampe in den Bundestagswahlkampf und zwar in einen ganz besonderen, da die Union bekanntlicherweise ohne Kanzlerbonus antritt und die Karten neu gemischt werden. Und deshalb steht für die Kanzlerkandidaten viel auf dem Spiel. Armin Laschet könnte schon aufatmen, wenn die CDU weiterhin klar den Ministerpräsidenten stellt. Schließlich ist das der erste Stimmungstest für den neuen CDU-Chef alleine. Und auch das Söder-Lager dürfte da sehr genau hinschauen. Die Grünen kommen gerade zunehmend unter Druck, auch durch eigene Fehler. Und sie könnten durch die wiedererstarkten Liberalen ja vielleicht sogar aus der Landesregierung verdrängt werden. Kein gutes Signal wäre das. Und die SPD, die muss beweisen, dass sie überhaupt noch mitspielt beim ernsthaften Rennen ums Kanzleramt. Diese Wahl wird also ein ganz spannender Stimmungstest, auch für den Bund. Vielen Dank, Tina. Wir sprechen gleich weiter. Im Grunde ist es eigentlich immer wieder dasselbe Spiel. Wenn im Osten gewählt wird, dann stehen die vermeintlich längst überwundenen Unterschiede zwischen Ost und West wieder bundesweit im Fokus. Die Wahlerfolge von PDS und Linker früher und heute der AfD heizen die Diskussion an. Dass sich dazu nun auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung eingeschaltet hat, kommt für die Parteifreunde in Sachsen-Anhalt zur Unzeit. Die Frage nach den Unterschieden zwischen Ost und West. Gut 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung ist sie präsenter denn je, befeuert jüngst vom Ostbeauftragten der Bundesregierung. Aus Sicht von Marco Wanderwitz ist ein Teil der ostdeutschen Wähler für die Demokratie verloren und hat gefestigte, nicht demokratische Ansichten. Ich meine damit, dass mit der AfD eine rechtsradikale Partei
einen deutlich größeren Zulauf hat, als das in den alten Ländern der Fall ist. Und das ist ein Umstand, der mich sehr umtreibt, weil das an die Grundlagen der Demokratie geht. Nur ein geringer Teil der AfD-Wähler sei potenziell rückholbar, so Wanderwitz. Die Thesen mitten im Wahlkampf-Endspurt kamen der CDU sichtbar ungelegen. Prompt gab es Widerspruch aus den eigenen Reihen. Unsere Aufgabe als CDU und auch alle anderen Parteien muss es sein, in den Parlamenten über Debatten inhaltlich die AfD zu stellen und nicht die Wählerinnen und Wähler hier in Sachsen-Anhalt oder in Ostdeutschland generell zu beschimpfen oder zu diffamieren. Mit Vorbehalten gegen Westdeutsche spielte die Linke in Sachsen-Anhalt zum Wahlkampfauftakt in Form von diesem Plakat. Eingesetzt wurde es später nicht, doch die Aufmerksamkeit war da. Ein Plakat kann nichts spalten, was nicht gespalten ist. Und wir haben natürlich die Wahlkampfzeit, weil wann, wenn nicht dann, soll man provokant, provozierend und zuspitzend sein, genutzt, um so ein Thema zu setzen. Dieses Plakat ist ein Volltreffer. Wir mussten es nicht mal hängen und trotzdem ist es bundesweit präsent. Die Debatte um die Unterschiede zwischen Ost und West, sie geht weiter, auch mehr als 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung. Und wir fragen dazu nochmal nach bei Tina Hassel in Berlin. Tina, wie nimmt man denn das in der Hauptstadt wahr? Wie sehr könnten die Aussagen des Ostbeauftragten der Union schaden? Naja, wie sehr sie schaden, werden wir sehen. Aber hilfreich ist diese Debatte für die CDU mit Sicherheit nicht. Entsprechend empört war man auch im Konrad-Adenauer-Haus über das eigene Parteimitglied Wanderwitz. Denn wenn der Ostbeauftragte mitten im Wahlkampf einen Teil der Wählerinnen und Wähler für die Demokratie verloren gibt, könnte das eine Steilvorlage für die AfD werden. Das zumindest befürchtet man. Und deshalb heißt es eine Debatte komplett zur Unzeit. Denn man versucht ja gerade den schmalen Grat zu wandern, abgrenzen ohne Ausgrenzen. Vielen Dank, Tina Hassel, im Hauptstadtstudio in Berlin. Und damit kommen wir auch zu dir, Jörg. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der hat ja einem guten Teil der Ostdeutschen abgesprochen, in der Demokratie angekommen zu sein. Aber was sagen die Fakten, wenn wir da drauf schauen? Wie zufrieden sind die Menschen in Sachsen-Anhalt mit der Demokratie? Ja, ich habe gedacht, ob Herr Wanderwitz vielleicht ausdrückt, was viele andere Politiker auch denken, sich nur nicht zu sagen trauen, nämlich ihr Ostdeutschen geht mit eurem demokratischen Wahlrecht nicht ordentlich um. Die Ostdeutschen sagen, ich bin nicht zufrieden, wie die Demokratie überhaupt funktioniert. Die geben das Ganze quasi wieder zurück. Jedenfalls ist es so, dass in Sachsen-Anhalt nur 47% sagen, ich bin zufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Die Mehrheit ist unzufrieden. Da gibt es zwar eine Verschiebung, es gibt jetzt mehr Zufriedene, aber in westdeutschen Ländern zum Beispiel ist das Bild ein ganz anderes. Da ist die große Mehrheit durchaus zufrieden. Und wo die Unzufriedenen sitzen, das sieht man auf den ersten Blick, wenn man diese Umfrage wieder nach den Anhängerschaften der Parteien aufsplittet. Hier oben mehrheitlich zufrieden. Es sind die Anhänger der Linken und der AfD, die mehrheitlich unzufrieden sind. Naja, und was tun diese Parteien? Sie vertreten in wichtigen politischen Fragen andere Positionen als die breite, westdeutsch dominierte politische Mitte. Also insofern finde ich, wird von der Seite aus betrachtet ein Schuh draus. Jetzt steht ja das Thema Ost-West wieder stärker im Fokus. Welche Rolle spielt denn das bei der heutigen Wahl? Was sagen da die Zahlen? Wir sehen in der Tat, dass dieses Gefühl der Ostdeutschen benachteiligt zu sein in den letzten Jahren wieder gewachsen ist. Wir haben es vor 2 Jahren bei den Landtagswahlen schon beobachtet. Und ich sag mal 3 Statements, die von 3/4 der Sachsen-Anhalter unterstützt werden. Politik und Wirtschaft werden zu stark von Westdeutschen bestimmt. Die Lebensleistung der Ostdeutschen wird nicht angemessen gewürdigt. Ostdeutsche sind an vielen Stellen immer noch Bürger zweiter Klasse. Naja, und nur knapp die Hälfte, 54%, sind alles in allem der Ansicht, dass die Wiedervereinigung gut gelungen ist. Aber dieses Gefühl der ostdeutschen Benachteiligung ist natürlich damit auch ein zentrales Thema im Wahlkampf. Und der hier, Rainer Haseloff, hat es durchaus geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Er hat nämlich, jedenfalls zeigen das unsere Befragungen, es geschafft, sich als selbstbewusster Vertreter der ostdeutschen Interessen darzustellen. 65% der Wählerinnen und Wähler sehen das so. Und diejenigen, die ihm ihre Stimme geben, sehen das sogar zu 93% so. Also dieser Rainer Haseloff, der jetzt in dieser zweiten Legislaturperiode in die Rolle des Landesvaters reingefunden hat, hat vor allem diese Position besetzt, die ostdeutsche Unzufriedenheit zu formulieren. Vielen Dank für den Moment, Jörg. Diese Landtagswahl, die hätte eine reine Briefwahl werden können. Für diesen Ernstfall in Pandemiezeiten war eigens das Landeswahlgesetz geändert worden. Dazu kam es nun nicht, da die Infektionszahlen zurückgingen.
Dennoch haben sich viele Bürgerinnen und Bürger für die Stimmabgabe von zu Hause entschieden. Der Anteil der Briefwahlstimmen könnte wegen der Pandemie so hoch sein wie nie. Sven Knobloch ist in Mücheln im Saalekreis im Süden Sachsen-Anhalts in einem Wahllokal. Sven, wie viele Briefwahlstimmen gibt es denn da schon? Also in diesem Wahllokal gibt es bereits mehr als 1000 Briefwahlstimmen und zum Vergleich in normalen Jahren gab es hier so zwischen 400 und 500 Briefwahlstimmen. Also ungefähr doppelt so viele. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer hier hinter mir, die machen gerade die letzten Vorbereitungen, um dann pünktlich 18 Uhr mit der Auszählung zu beginnen. Aber weil es eben in diesem Jahr viele Briefwahlstimmen gibt und das auch so erwartet worden war, gibt es dieses Jahr eine Sonderregelung, dass das eben schon ab 15 Uhr vorbereitet werden durfte, die Auszählung. Wir können die Bilder dazu mal kurz einspielen. Um 15 Uhr wurde hier auch im Wahllokal die Wahlurne mit den Briefwahlstimmen ausgekippt und geöffnet. Und dann wurden die äußeren Umschläge, die roten Umschläge der Briefwahlstimmen, bereits geöffnet und überprüft, ob diese Stimmen gültig sind oder nicht. Es wurde, das ist wichtig, eben noch nicht ausgezählt, aber die Gültigkeit der Stimmen wurde in dem Moment überprüft, um eben Zeit zu sparen für später, weil das Auszählen von Briefwahlstimmen natürlich deutlich aufwendiger ist und mehr Zeit in Anspruch nimmt. Der Bürgermeister von Mücheln ist hier auch gleichzeitig der Wahlleiter, Andreas Markgraf. Herr Markgraf, für Sie in diesem Jahr eine besondere Wahl? Auf jeden Fall. Corona hat auch bei der Wahl keinen Halt gemacht. Wir müssen mit Abstand arbeiten, wir müssen die Masken aufsetzen, wir haben Hygienekonzepte schreiben müssen und natürlich mussten wir auch neue Wahllokale suchen, die viel größer waren, damit wir die Bestimmung einhalten konnten. Zur Wahlbeteiligung kann man schon was sagen? Ja, aktuell gibt es die erste Hochrechnung bei uns. Wir tendieren Richtung 60%. Das ist schon ganz gut. Ich hoffe, dass noch ein paar dazu kommen, dass wir wirklich ein gutes Wahlbeteiligungsergebnis bei uns hier in Mücheln vorweisen können. Vielen Dank, Herr Markgraf. Dann gutes Gelingen heute. Bis zum Ergebnis hier in Mücheln wird es aber zwischen 23 und 24 Uhr werden, bis man hier ein Ergebnis sagen kann. Und damit zurück ins Wahlstudio. Vielen Dank, Sven Knobloch, für diese Eindrücke. Die klassischen Wahlpartys. Vor einigen Wochen waren sie aufgrund der Corona-Situation noch völlig undenkbar. Mit sinkenden Inzidenzzahlen und steigender Impfquote sind die Karten aber neu gemischt. Und man kann bei den Parteien doch gemeinsam hinfiebern auf Prognose und Hochrechnungen unter Auflagen, versteht sich. Andreas Franz ist bei der AfD. Ja, hier bei der AfD sind die Anhänger und Anhängerinnen recht optimistisch und sie hoffen doch zumindest, dass das Ergebnis vom letzten Mal erreicht wird, also um die 24%. Einige sagen auch, ach, ich denke, wir werden knapp hinter der CDU ins Ziel gehen. Das hofft sicherlich auch die Führungsebene hier im Landesverband Sachsen-Anhalt, denn das würde den rechten Rand der AfD noch mehr stärken, weil eigentlich die gesamte Führungsspitze hier dem inzwischen ja offiziell aufgelösten rechtsextremistischen Flügel zumindest zugeordnet wird. Auch die Bundesprominenz oder einige aus der Bundesprominenz zumindest hoffen, dass das Ergebnis sehr, sehr gut ausgeht. Hinter mir Alexander Gauland, Björn Höcke ist auch hier und Jörg Urban aus Sachsen. Und wie die Stimmungslage bei den Grünen ist, weiß André Berthold. Ja, auch die Grünen fiebern der Prognose um 18 Uhr entgegen. Hier ist man sehr, sehr optimistisch, dass man vielleicht sogar ein Rekordergebnis einfahren kann. Hinter mir haben sich viele Kandidaten der Landesliste versammelt. Sie wollen gemeinsam auf die Zahlen schauen. Die Vorsitzende der Grünen hier in Sachsen-Anhalt hofft sogar auf zweistellige Prozentwerte. Noch haben alle ein Wasserglas in der Hand. Falls wirklich diese zweistelligen Prozentzahlen zustande kommen sollten, bin ich mir sicher, dass hier die Sektgläser rausgeholt werden. Wir werden es gleich wissen und damit gebe ich zurück zu Wiebke Binder ins Wahlstudio. Danke, André Berthold. Und in wenigen Minuten ist es schon soweit. Der Moment am Wahlabend, auf den alle hinfiebern, die 18-Uhr-Prognose. Die hast du dann gleich für uns, Jörg. Vorher schauen wir uns aber noch einmal an, wie entsteht diese Prognose überhaupt. Sachsen-Anhalt im Kleinen. Das sollen die 190 Wahllokale abbilden, aus denen die Daten für die 18-Uhr-Prognose kommen. Wahllokale in Städten genauso wie in ländlichen Gebieten, mit traditionell hoher und niedriger Wahlbeteiligung, mit unterschiedlichen Ergebnissen für einzelne Parteien. Dort bittet Infratest DIMAP die Wählerinnen und Wähler, direkt nach ihrer Wahl ein zweites Mal abzustimmen, genauso anonym natürlich wie vorher in der Wahlkabine. Außerdem werden Informationen wie Alter und Geschlecht gesammelt, die später bei der Analyse helfen. Die Prognosewahlurnen werden dann nicht erst 18 Uhr geleert, sondern den ganzen Tag über stündlich. Mit jeder Stunde gibt es also mehr Daten, das Bild wird immer klarer. Dazu kommen Erfahrungswerte von früheren Wahlen, dass etwa diejenigen, die die CDU wählen, oft früher ins Wahllokal kommen als diejenigen, die für die Grünen stimmen. Besondere Herausforderung in Zeiten von Corona: Je mehr Menschen per Brief wählen, desto weniger kommen in die Wahllokale.
Ja, und die Briefwahl liegt hoch im Kurs. Das haben wir heute schon gesehen. Jörg, die Frage an dich. Weiß man denn jetzt schon, wie viele Menschen per Brief gewählt haben? Wir haben relativ grobe Schätzungen. Die Landeswahlleiter haben ja schon Daten über die Wahlbeteiligung veröffentlicht. Auch unsere Wahlforscher von Infratest DIMAP halten das nach. Und wir gehen davon aus, dass der Briefwähleranteil in Sachsen-Anhalt deutlich gestiegen ist. Und zwar auf 30%. Allerdings muss man einschränkend sagen, Sachsen-Anhalt ist das Land mit der historisch geringsten Briefwahlbeteiligung. Beim letzten Mal waren es nur 14%, die per Brief gewählt hatten vor Corona. Und wenn man es mit den südwestdeutschen Ländern vergleicht, Rheinland-Pfalz 2/3, 67% Briefwahl, in Baden-Württemberg gut die Hälfte, dann kann man sagen, ja, einerseits ist die Pandemie natürlich stärker im Ausklingen als im März. Aber die Sachsen-Anhalter neigen offenbar doch eher dazu, tatsächlich im Wahllokal die Stimme abzugeben. Dabei sind sie ja, Blick auf die Historie der Wahlbeteiligung, generell zurückhaltend, wenn wir die Grafik zeigen können, generell zurückhaltend, was den Gang zur Wahlurne angeht. 2006 hatten wir die historisch niedrigste Wahlbeteiligung in einem deutschen Bundesland nach dem Krieg, 44,4%. Man sieht, 2016 hat es sich dann vor allem durch das Angebot der AfD, das viele Nichtwähler wahrgenommen haben, wieder ein gutes Stück verändert. Aber die Wahlbeteiligung wird heute Abend auch, Wiebke, darüber entscheiden, wie sich die Stimmen verteilen. Denn es geht bei dieser Last-Minute-Entscheidung in vielen Köpfen gar nicht um die Frage, wähle ich jetzt diese oder jene Farbe, sondern meistens schlicht, gehe ich ins Wahllokal oder bleibe ich am Sonntag zu Hause. Viele werden es trotzdem getan haben. Der Blick zur Uhr zeigt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Prognose steht vor der Tür und du hast ja eine Überraschung angekündigt. Das macht natürlich gespannt. Ja, du hattest gesagt, Sachsen-Anhalt sei das Land der Überraschung. Und ich habe gesagt, ganz langweilig wird es nicht. Also dabei würde ich auch bleiben. Wir haben ja einen Trend seit der letzten Bundestagswahl, der vor allem heißt, Union und SPD sind immer die Verlierer. Mit jeweils einer Ausnahme haben Union und SPD bei allen Landtagswahlen Stimmanteile verloren. Das wäre die Erwartung, wenn sich der Trend fortsetzt. Schauen wir mal, was die Prognose von Infratest DIMAP für Sachsen-Anhalt, für die Wahl 2021, für die Parteien sagt. Die CDU kann sich sensationell verstärken, plus 6 Punkte, 36%. Das ist sicherlich eine Überraschung. Die AfD gibt im Trend der westdeutschen Landtagswahlen leicht ab, minus 1,8 auf 22,5. Die Linke mit einem desaströsen Ergebnis, minus 5 Punkte, ihr schlechtestes in Sachsen-Anhalt, 11%. Die SPD einstellig, eines der schlechtesten Ergebnisse der Partei in Deutschland überhaupt, 8,5%, minus 2 Punkte. Auch die Grünen werden enttäuscht sein. Sie verzeichnen zwar Zuwächse, aber die Blütenträume von Zweistelligkeit sind geplatzt, 6,5%. Dafür wird die FDP 6,5 wieder in den Landtag einziehen, die anderen Parteien 9%. Die CDU hat also den Trend gebrochen, kann deutliche Gewinne verzeichnen. 6 Fraktionen im neuen Landtag, das ist sicher. Keine Partei muss bangen an der 5%-Hürde. Die CDU ist, wenn es die normale Sitzgröße mit 83 Sitzen geben sollte, mit 33 die stärkste Fraktion. Die AfD mit deutlichem Abstand 20 Mandate und dann kommen die Kleinen, Linke 10, SPD 8, Grüne 6 und FDP ebenfalls 6. Damit hat die CDU, damit hat Ministerpräsident Rainer Haseloff für die Regierungsbildung alle Trümpfe in der Hand. Welche Möglichkeiten er genau hat, wissen wir am Ende des Wahlabends. Die Prognose kann sich natürlich hier und da um kleinere Prozentpunktzahlen verschieben. Aber bei gegenwärtiger Situation hätte er fast in einer kleinen Koalition mit der SPD die Mehrheit. Sie sehen, 41 Sitze wären das, 42 braucht man. Also je nachdem, wie sich das verschiebt, könnte wieder eine kleine Koalition möglich sein. Mit der bisherigen Kenia-Formation reicht es aber auf jeden Fall, das ist sicher. Zwei andere Konstellationen sind sowohl politisch denkbar als auch möglich, wenn man sich darauf einigt. Nämlich das eine ist die sogenannte Deutschland-Koalition. Die hätte ebenfalls eine klare Mandatsmehrheit, so wie übrigens auch Jamaika. Da ist ein bisschen knapper, aber auch das wäre eine Mehrheit. Und der Blick auf die Wahlbeteiligung. Ich habe es gesagt, beim letzten Mal rund 61% bei sonst chronisch schwacher Wahlbeteiligung.
Und die Experten von Infratest DIMAP gehen davon aus, dass es ungefähr das gleiche Niveau sein wird. 61,5 ist die Schätzung für die Briefwahl. Ja, also freie Auswahl sozusagen bei der Regierungsbildung für Ministerpräsident Rainer Haseloff. Isabel Hartung, da müsste jetzt eigentlich statt Wasser Wein fließen. Ja, hier ist richtig was los. Gute Stimmung bei der CDU und der Jubel war riesig. Die Spannung ist abgefallen komplett hier. Das Ergebnis viel, viel besser, zumindest die Prognose, als bislang erwartet. Und der Abstand zur AfD doch deutlich größer. Also hier wurde gesagt, der Wahlkampf in den letzten Wochen und vor allem auch in den letzten Tagen und die Fokussierung auf Rainer Haseloff als Spitzenkandidat und Ministerpräsidenten hat sich hier voll gelohnt. Ja, vielen Dank, Isabel Hartung von der Wahlparty der CDU. Und damit begrüße ich hier meine erste Runde am Abend. Sven Schulze ist hier von der CDU, er ist Landesvorsitzender und der Spitzenkandidat der AfD im Bund. Ist auch bei mir, Tino Chrupalla. Die Herren, ich fange mal mit Herrn Schulze an. Dieses Wahlergebnis, das ist ja auf jeden Fall eine große Überraschung, würde ich auch sagen. Da würde ich Jörg unterstützen wollen. Trotz dieses mangelnden Rückenwindes, möglicherweise auch aus dem Bund, durch die vielen Diskussionen um die Kanzlerkandidatur etc. Es gibt ja noch viele andere Beispiele. Was sind die Gründe? Was glauben Sie, warum Sie jetzt so ein Ergebnis hier erzielen können? Ich möchte mich erstmal als Landesvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt bedanken bei allen Menschen, die heute zur Wahl gegangen sind. Und ganz besonders natürlich bei denen, die heute die CDU gewählt haben. Wir haben hier einen Wahlkampf gehabt unter Corona-Bedingungen, der extrem schwer war. Wir haben viele, viele Themen gehabt. Corona hat vieles überlagert in diesem Wahlkampf. Und dieses Ergebnis ist natürlich für uns sehr, sehr erfreulich. Es gilt aber auch, den Menschen einen Dank zu sagen, die hier in Sachsen-Anhalt in den letzten Tagen gesagt haben, wir wählen die CDU, weil wir einen Wahlsieg der AfD verhindern wollen. Da sind sicherlich auch einige Prozent dabei. Also vielen Dank den Menschen, die die CDU in Sachsen-Anhalt gewählt haben und uns den klaren Regierungsauftrag wieder erteilt haben. Jetzt stehen Ihnen ja alle Möglichkeiten offen. Wir haben es gerade gesehen nach dem aktuellen Stand. Wo soll die Reise hingehen? Welche Koalition steht da am meisten zur Debatte? Naja, wir warten jetzt erstmal das endgültige Ergebnis ab. Für uns als CDU ist es ja auch ganz wichtig, die Wahlkreise zu gewinnen. Und da werden wir jetzt drauf schauen, wie viele Wahlkreise gewinnen wir. Wir werden irgendwann heute Nacht das Endergebnis haben. Und eines kann ich sagen, was schon immer galt, wir werden weder mit der AfD noch mit der Linkspartei irgendein Wort wechseln. Das hätte bei jedem Ergebnis gegolten. Und alle anderen Parteien, die dann im Landtag sind, sind potenzielle Partner. Und wir warten das Ergebnis ab und schauen dann drauf. Herr Chrupalla, ich komme zu Ihnen. Die AfD hatte 2 Prozentpunkte, Pi mal Daumen, mehr bei der letzten Wahl 2016. Diese Abnahme sozusagen, worauf führen Sie das zurück? Ja, also erstmal ist es ein sehr gutes Ergebnis. Wir haben über 20%. Wir sind sehr zufrieden damit. Ich möchte mich auch hier gleichwohl bei unseren Wählern bedanken für dieses starke Ergebnis, bei unseren Wahlkämpfern, bei unseren Direktkandidaten. Ich möchte aber auch der CDU gratulieren zu diesem Ergebnis. Wir werden das jetzt analysieren, aber für uns ist es natürlich trotzdem wichtig, dass wir Motivation für den Bundestagswahlkampf bekommen haben. Und das haben wir hier bekommen. Die Bürger haben klar konservativ-bürgerlich gewählt. Also ein klares Votum auch im Prinzip an die CDU, wie hier im Prinzip die Bürger, welche Regierung sie sich wünschen. Denn die anderen Parteien wurden doch massiv abgestraft. Also ich denke, wir können hier durchaus eine bürgerlich-konservative Regierung bilden. Aber wenn Sie sagen, Sie wollen eine Koalition bilden mit der CDU, müssen Sie dann nicht über Ihre Themen noch einmal nachdenken? Ich sage es noch mal ganz klar. Sie sind sehr stark vom rechtsextremistisch geprägten Flügel einfach geprägt. Dazu klären gerade Gerichte, ob der Landesverband, ob die Gesamtpartei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wenn da jemals eine Zusammenarbeit entstehen sollte in Ihrer Vorstellung, dann müssen Sie doch normalerweise eigentlich noch mal nachdenken in der Wahl Ihrer Themen. Sie sagen es ja richtig. Die Gerichte klären das und das warten wir erstmal ab. Nichtsdestotrotz haben wir ja jetzt bereits auch in der Vorberichterstattung auch schon erfahren, wo unsere Wählerschichten herkommen. Und wir haben stark zugenommen, zum Beispiel mit vielen sozialen Themen von den Arbeitern sind wieder Wähler dazugekommen. Gerade Mittelstand ist wichtig, ein wichtiges Klientel. Also wir haben ganz klar, die bürgerliche Mitte hat hier auch die AfD gewählt und zwar stark und deswegen macht mich das sehr stolz und ich bin auch stolz auf meine Partei mit diesem Ergebnis. Die Herren, vielen Dank in diese Runde erstmal. Wir gehen jetzt erstmal zur FDP-Wahlparty an dieser Stelle. Ja, hier gab es natürlich großen Jubel. Dankeschön. Bei der Prognose 6,5%. Also wirklich Feierstimmung ist das hier gewesen bei der Wahlparty der Freien Demokraten. Und eine strahlende Lydia Hüskens, die Spitzenkandidatin hier auf der Bühne mit dem großen Blumenstrauß, hat sich natürlich bei allen bedankt. Ja, sozusagen 10 Jahre ist man nicht im Landtag vertreten gewesen. Beim letzten Mal war das besonders bitter 2016. Da ist man ganz knapp mit 4,9% an der 5%-Hürde vorbeigeschrammt. Und das soll heute nun alles vergessen sein, denn der Wiedereinstieg, der ist greifbar nah. Ja,
Ich sehe gerade, wir sind wieder hier im Wahlstudio. Und da begrüße ich meine nächste Runde. Katja Pehle, Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen-Anhalt. Guten Abend. Guten Abend. Dietmar Bartsch ist bei mir, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. Und Michael Kellner, politischer Bundesgeschäftsführer der Grünen. Ich fange mit der Dame an. Frau Pehle, das Ergebnis heute Abend, das zeigt ja noch mal ganz deutlich, die Pläne einer rot-rot-grünen Regierung in Sachsen-Anhalt sind wirklich gescheitert. Wo liegen die Gründe? Was denken Sie? Also erstmal möchte ich festhalten, dass es an diesem Abend eins festzuhalten gibt, nämlich die AfD hat Punkte verloren, ist nicht stärkste Kraft geworden und es ist ein Erfolg der Demokratie. Alles Weitere für auch Regierungsbildung, das wird sich nach der Feststellung des amtlichen Endergebnisses darstellen. Das ist jetzt einfach noch zu früh, über irgendeine Richtung zu spekulieren, wenngleich ich natürlich sehe, dass Rot-Rot-Grün in weite Ferne gerückt ist. Mhm. Trotzdem müssen wir ja über Bündnisse reden. Viele haben jetzt im Wahlkampf sich gefragt, ist das wirklich noch einmal möglich, die Kenia-Koalition, stehen Sie da nach wie vor dazu? Oder möglicherweise sogar ein Zweierbündnis, wenn es die Stimmen erlauben? Nach dem Wahlerfolg von Rainer Haseloff, und es ist tatsächlich seiner, das möchte ich noch mal betonen, auch in Abgrenzung zur AfD, und ich hoffe, dass er da auch weiterhin standhaft bleibt, glaube ich, wird es an ihm liegen, zu Gesprächen aufzufordern. Und ich sage ganz deutlich, für Gespräche unter Demokraten stehen wir zur Verfügung. Frau Pehle, vielen Dank. Herr Kellner, ich komme mal zu Ihnen. Die Grünen konnten ja ihr Ergebnis gegenüber 2016 noch einmal deutlich verbessern, sind ja mit Wahlgewinner hier am heutigen Abend. Jetzt ist aber auch die FDP wieder mit im Spiel. Fürchten Sie, dass Sie da ausgetauscht werden? Nun, erstens, wir haben Zuwächse. Ich hätte mir noch größere Zuwächse gewünscht. Aber ehrlich gesagt, es ist so, wie gerade Frau Pehle gesagt hat, es liegt an Rainer Haseloff. Herzlichen Glückwunsch zu seinem Erfolg. Es ist sein Erfolg und es liegt an ihm, zu Gesprächen einzuladen. Und es sind ja verschiedene Optionen möglich. Aber Sie wären dabei? Nun, wir sind zu Gesprächen bereit, ja. Ist denn dieses Ergebnis auch ein Signal an den Bund und an die Bundestagswahl? Nun, wir haben hier was gesehen, was wir jetzt in den letzten ostdeutschen Landtagswahlen überall gesehen haben. Sowohl in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg. Ganz viele Menschen versammeln sich hinter der Partei des Ministerpräsidenten. Egal, ob der von der Linken ist, ob der von der SPD ist oder ob der von der CDU ist. Weil sie nicht wollen, dass die AfD starken Einfluss auf die Politik hat. Das sagen die Menschen und das ist auch das Ergebnis dieser Wahl. Auch wenn ich trotzdem nach wie vor erschrocken bin, dass eine Partei, die sozusagen noch vor anderthalb Jahren hatten wir das schreckliche Attentat in Halle, die diese Ideologie nährt, hier über 20% bekommen kann. Mhm. Herr Bartsch, die Zeit gebietet es mir, dass ich direkt zu Ihnen komme. Der Abstieg der Linken als ostdeutsche Volkspartei ist ja wirklich offensichtlich auch an diesem heutigen Abend nochmal geworden. Warum können Sie sich nicht mehr profilieren? Was ist Ihre Einschätzung? Na, zunächst mal will ich feststellen, dass wir weiterhin dritte Kraft sind. Wir sind deutlich zweistellig. Da gab es ja vorher auch andere Äußerungen. Dieses Ergebnis kann uns nicht befriedigen. Das ist zweifelsfrei eine Niederlage. Das ist natürlich pandemiebedingt. Eine Partei, die sehr auf die Basis und Gespräche setzt, für die ist die Pandemie natürlich Gift. Und zweitens spielt natürlich eine Rolle, dass es eine wahnsinnige Polarisierung auch durch Institute, durch die Medien gegeben hat, AfD oder CDU. Und da gibt es viele, die einfach nicht wollen, dass die AfD stärkste Partei ist. Wenn ich mir da die Realität anschaue, jetzt sind es fast 14% zwischen den Parteien, ist das doch ein Gespenst, was etwas aufgebaut worden ist. Zuletzt will ich allerdings auch feststellen, dass es in Sachsen-Anhalt keinen bundespolitischen Rückenwind gegeben hat. Mhm. Die Anhaltiner haben einen tollen Wahlkampf gemacht, haben das Thema Ostdeutschland noch mal wunderbar in den Fokus gestellt. Sie spielen auch das Wahlplakat an. Das Plakat war wunderbar, ein Volltreffer. Das werden wir fortsetzen und ich glaube, dass wir die Früchte auch des Wahlkampfs Sachsen-Anhalt bei der Bundestagswahl einfahren können. Das wird sich zeigen. Vielen Dank an diese Runde. Jörg, du übernimmst. Ja, ich bilde sozusagen die Brücke zu unserem nächsten Gast. Ministerpräsident Rainer Haseloff ist ja schon von Vertretern anderer Parteien quasi hier als Wahlsieger gratuliert worden. Und in der Tat will ich zeigen, wie groß sein persönlicher Anteil an diesem CDU-Ergebnis ist. Denn Rainer Haseloff ist eigentlich jemand, der 2011, 2016 relativ geringe Zugkraft hatte. Wir nennen immer den sogenannten Kandidatenfaktor. Das ist der Anteil der Wähler einer Partei, die sagen, ich habe wegen dem Spitzenkandidaten mein Kreuz gemacht. Also das waren eher mäßige Werte und jetzt ist es ein deutlicher Anstieg auf 39%. Das ist für ein Flächenland ein sehr guter Wert. Und da kann Rainer Haseloff sogar ausgleichen, dass die CDU an Sachkompetenz, etwa in der Wirtschaftspolitik, ein gutes Stück schlechter bewertet wird. Aber seine persönlichen Werte haben gezogen. Und bei mir ist jetzt auch, oder bei uns besser gesagt, Rainer Haseloff, Ministerpräsident hier in Sachsen-Anhalt. Das Wahlergebnis spricht eine eindeutige Sprache. Herr Schulze hat es aber auch gerade schon angesprochen. Ist das das Verdienst der CDU durch ihre Leistung oder ist es eher die Angst, die vor einer AfD-Beteiligung in irgendeiner Form oder einer zu starken AfD, die jetzt Ihnen dieses Wahlergebnis beschert hat? Gut, ich bin seit vielen Jahren in der Landesregierung und seit 10 Jahren Ministerpräsident. Die Menschen kennen mich.
und wissen auch, was wir für ein Programm haben, aber was ich auch als Person einzubringen habe und wofür ich stehe. Und ich glaube, diese Glaubwürdigkeit ist auch das entscheidende Moment gewesen, was jetzt auch nochmal zu einem Ruck geführt hat. Das Land hat sich auch bezüglich der Prognosen, die es ja noch vor einigen Tagen gegeben hat, regelrecht aufgebäumt. Und ich bin allen Bürgerinnen und Bürgern dankbar, dass sie mit großer, großer Mehrheit uns demokratisch entschieden haben und damit auch ganz klar eine Abgrenzung nach rechts vorgenommen haben und dass auch unser Image bleibt, dass wir als Demokraten eine ganz starke Demokratie in Sachsen-Anhalt auch zu verteidigen haben. Jetzt ist ja ein Farbenspiel jeglicher Couleur hier möglich. Wir haben es ja gesehen, wenn es dann bei diesem Ergebnis dann auch am Ende bleiben wird. Die Grünen, mit denen gab es immer wieder Konflikte in der Vergangenheit. Die FDP dient sich da möglicherweise eher als Wunschkandidat an. Wo geht Ihre Tendenz hin? Das fragen sich jetzt viele Bürgerinnen und Bürger. Na gut, das Ergebnis ist jetzt erstmal da und da freuen wir uns riesig. Und ich bin auch dankbar, dass es so gelaufen ist, weil das eben auch eine klare Botschaft nach außen ist. Ich bin auch dankbar, dass ich viel Unterstützung bekommen habe. Aber letztendlich mussten wir das auch selber erkämpfen. Wir sind geschlossen gewesen innerhalb der Partei, im Lande und darüber hinaus die gesamte Union. Und wir sind jetzt gut beraten. Auf der einen Seite, wir sind immer noch in der Pandemie, unsere Aufgaben zu erfüllen, Regierungsarbeit weiter zu zeigen, denn eine Koalition wird nicht so einfach zu bilden sein. Aber es gibt, dafür haben Sie die Zeit, es gibt aber demokratische Optionen und die werden ausgelotet. Und da geht es nur um eins, was ist gut für das Land? Mhm. Und daran werden wir das festmachen. Viele würden sagen, es wäre gut für das Land, wenn FDP und CDU eine Art Bündnis eingehen würden, weil da die Positionen sehr nah beieinander liegen. Möglichkeit gibt es. Es gab ja auch die erste Kenia-Koalition, die erfolgreich zu Ende gegangen ist, mit allen Ecken und Kanten. Aber wir haben 5 Jahre lang erfolgreich regiert. Und deswegen ist das jetzt wirklich eine Sache der Sondierung. Wir werden mit allen demokratischen Parteien jetzt sprechen. Und dann werden wir gucken, was ist an Programm auch so maximal durchzusetzen, dass wir einen deutlichen Schub nach vorne bekommen. Herzlichen Dank, Rainer Haseloff, Ministerpräsident hier in Sachsen-Anhalt. Und damit gehen wir zu Tina Hassel. Sie hat bei sich Ralf Brinkhaus, Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Genau, herzlich willkommen, Herr Brinkhaus. Und lassen Sie uns direkt den bundespolitischen Unions- oder CDU-Blick jetzt auf dieses Wahlergebnis werfen. Das ist ein großer Erfolg, so wie es aussieht, für die CDU. Aber einer, der, wir haben es gerade gehört, im Grunde Rainer Haseloff und seinem Amtsbonus zu verdanken ist. Beides ist im Herbst nicht mehr zur Verfügung. Auf welche Karten setzen Sie dann? Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch nach Sachsen-Anhalt. Das ist ein großer Sieg für Rainer Haseloff, ist aber auch ein großer Sieg für die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der CDU dort. Die haben richtig Gas gegeben, die haben das Ruder nochmal wirklich rumgerissen und haben da mit hohem Engagement gekämpft. Und natürlich bringt uns das auch Rückenwind für Berlin. Erinnern Sie sich an das Jahr 2017, da fuhr der Schulz-Zug los und dann kam Annegret Kramp-Karrenbauer mit einem ähnlich überraschenden, klaren Sieg im Saarland. Und danach lief es für uns sehr, sehr gut. Und insofern ist das auch ein Erfolg für Armin Laschet. Sie sagen, das bringt Rückenwind, aber trotzdem noch mal gefragt. Angela Merkel als Zugpferd tritt nicht mehr an und laut Infratest DIMAP sagen in Sachsen-Anhalt nur 18% der Menschen, Armin Laschet wäre ein guter Kanzlerkandidat. Wie würden Sie denn die nächsten Wochen nutzen, um auch da noch nachzulegen? Naja, jetzt freuen wir uns erstmal über den Sieg. Das ist der größte Zuwachs, den wir seit der NRW-Wahl 2017 gehabt haben. Und das zeigt, die CDU ist regierungsfähig. Auch eine CDU unter dem Bundesvorsitzenden Armin Laschet. Und ganz ehrlich, Frau Hassel, wenn es jetzt umgekehrt gewesen wäre, dann wäre es die Niederlage von Armin Laschet gewesen. Jetzt haben wir gewonnen. Und deswegen ist es jetzt auch ein Sieg von Armin Laschet. Und übrigens auch Markus Söder war im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt präsent. Und das zeigt, wenn die CDU, wenn die CSU zusammenhält, wenn man einen guten Kandidaten hat, mit einer hohen Glaubwürdigkeit, dann wird das auch funktionieren. Armin Laschet hat das ja auch gezeigt in NRW, dass er das hat. Also insofern, toller Abend für uns alle und insofern freuen wir uns. Herr Brinkhaus, noch ganz kurz, wir haben es gerade schon gehört, jetzt beginnen erste potenzielle Koalitionsüberlegungen, sprich könnten die FDP die Grünen vertreiben aus der Regierung in Sachsen-Anhalt. Wäre das eine Diskussion, die Ihnen schadet für die bundespolitische Diskussion oder ist das genau das, was im Grunde auch Ihr Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat gerne hätte? Also das ist jetzt eine Entscheidung, die vor Ort getroffen werden muss, aber klar ist eins, für die SPD war es ein ganz bitterer Abend heute. Für die Grünen war es ein Abend, der ist weit unter den Erwartungen geblieben. Und insofern muss man sich auch dann fragen, wie die sich dann entsprechend verhalten werden, was für Konsequenzen sie daraus ziehen. Aber ich denke mal, vor Ort in Magdeburg wird die Entscheidung getroffen. Und das werden die richtig machen und das werden die gut machen.
Und Sie freuen sich jetzt auch erstmal. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke, Ralf Brinkhaus. Und damit direkt zurück zu Wiebke Binder. Vielen Dank, Tina Hassel, nach Berlin. Und hier haben wir jetzt die nächste Spitzenkandidatenrunde. Ich begrüße bei mir Cornelia Lüdemann von den Grünen, hallo. Lydia Hüskens von der FDP und Oliver Kirchner von der AfD. Herzliche Grüße in die Runde. Ich fange mit Ihnen an, Frau Hüskens. Es ist ja noch eine gewisse Zitterpartie, sage ich mal. 2016 sind Sie auch ganz knapp am Wiedereinzug vorbeigeschrammt. Wie optimistisch sind Sie heute Abend? Also ich bin sehr optimistisch, weil 6-7 ist schon eine andere Ausgangslage, als es 2016 mit 4, irgendwas war. Also von daher gehen wir sehr, sehr optimistisch in den Abend. Was ist denn Ihre, wie soll ich sagen, Stoßrichtung in der kommenden Legislaturperiode? Sie haben ja gesagt, Sie wollen auch wieder mit Verantwortung übernehmen. Ist das hier möglicherweise ein Kampf zwischen Grünen und FDP, der sich da andeutet, wenn es um Koalitionsbildung geht? Also mit dem Begriff Kampf habe ich persönlich immer so ein bisschen Probleme. Natürlich ist es Wettbewerb, aber wir werden einfach mal abwarten, was der Wähler uns heute Abend als Aufgabe gibt. Und dann werden wir als Freie Demokraten verantwortungsvoll damit umgehen. Dann natürlich ausloten, welche Möglichkeiten wir haben. Und da können unsere Wähler sie absolut sicher sein, dann auch was Sinnvolles auf den Weg bringen, um Sachsen-Anhalt weiter voranzubringen. Herr Brinkhaus hat es ja gerade schon angedeutet, es ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben bisher, das Ergebnis für die Grünen. Glauben Sie, dass das gefährlich werden könnte, dass die Kenia-Koalition eben nicht wieder zusammenkommt? Für Rot-Rot-Grün reicht es ja definitiv nicht. Also zunächst mal war es natürlich unser Ziel, die Grünen stärker zu machen. Das ist gelungen. Wir haben hinzugewonnen, auch wenn wir natürlich uns noch stärkere Zuwächse gewünscht hätten. Aber ich glaube, es zeichnet sich ab, dass mehr Menschen auch in Sachsen-Anhalt Klimaschutz für wichtig halten. Und auch das ist für uns das Kriterium, wenn es um Regierungsbildung geht. Wobei natürlich Ministerpräsident Haseloff jetzt in der Lage ist, zu entscheiden, ob er eine Konstellation fortsetzt, wo man mehr in Klimaschutz investieren kann oder ob er vielleicht eine Regierungskonstellation wählt, wo eher die Klimabremser dann zum Tragen kommen. Oder möglicherweise ein Trend in Richtung Jamaika, was ja auch Auswirkungen auf den Bund haben könnte. Aber wir sind jetzt erstmal auf der Ebene der Prognosen. Insofern warten wir mal ab. Das kann sich ja auch alles noch entwickeln. Die Briefwahl ist noch auszuzählen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch erstmal demütig die Prognosen entgegenzunehmen und werden schauen, wohin sich der Abend entwickelt. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall noch grüne Zuwächse geben. Herr Kirchner, die Frage an Sie, Herr Chrupalla. Der war ja optimistischer, was die Wahlergebnisse angeht, also im Vorfeld, was er da sich wünschte. Sie sagten immer, wenn wir das halten können, was wir haben, dann sind wir gut dabei. Jetzt haben Sie sogar nach der Prognose ein wenig verloren. Was denken Sie, sind die Gründe dafür? Naja, Sie konnten das, ja nicht wirklich gewinnen, auch durch diese Corona-Politik oder die Kritik daran. Also ich bin erstmal grundsätzlich zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich wirklich sagen, weil ich ja vorher auch eingeschätzt habe, dass das Land konservativ wählt. Das hat es getan, auch diesmal wieder. Und ich muss sagen, 5 Jahre Hetze gegen die AfD zahlt sich natürlich auch bei so einem Minustrend aus, aber wie gesagt, wir haben eine Prognose. Mit Hetze sprechen Sie die Verfassungsgerichte an, die jetzt klären müssen? Nee, alle eigentlich. Es waren ja alle gegen uns, die Kirchen, alle spreche ich damit an. Alle, die Medien, die Kirchen, alle, die 5 Jahre lang uns totgeschwiegen oder mit Hetze überzogen haben, müssen feststellen, aber wenn Sie die richtigen Themen setzen würden, dann würde das, dass es trotzdem noch 22,5% sind und damit bin ich zufrieden. Ich meine, ich wusste ja nicht, dass Maskendeals und vielleicht auch so Korruption so gut ankommt in Sachsen-Anhalt, dass die CDU bei 36 landet. Vielleicht hätten wir das unseren Abgeordneten empfehlen müssen, aber wir sind eine Rechtsstaatspartei. Ich denke nicht, dass es daran ist. Wir haben das nicht gemacht und von daher ist es schon, das Ergebnis ein verwunderliches für mich. Wir beobachten das weiter. Tina Hassel mit Annalena Baerbock ist jetzt da, Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grüne. Vielen Dank an die Runde hier. Ja, Frau Baerbock, herzlich willkommen. Machen wir direkt weiter. Sie, die Grünen, haben zulegen können, aber längst nicht so stark wie erhofft. Der Traum der Zweistelligkeit auf jeden Fall ist geplatzt. Woran hat es gelegen? Wir haben zugelegt, aber nicht so, wie wir uns das erhofft hatten, hat Cornelia Lüdemann ja auch gerade schon mal deutlich gemacht, unsere Spitzenkandidatin im Gespräch. Grüne haben in der letzten Legislaturperiode dafür gestanden, für Stabilität, um die demokratische Mitte zu halten. Wir sind angetreten mit Klimaschutz, aber haben nicht das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Weil Klimaschutz vor Ort in Sachsen-Anhalt nicht so zieht und vielleicht die Grünen jenseits der Metropolen und der akademischen Milieus nicht so eine Basis haben? Oder woran hat es gelegen? Nochmal die Frage. Wir haben bei den vergangenen ostdeutschen Wahlen auch schon gesehen, dass gerade in der Situation, wo Rechtsextreme eine Regierung mitgestalten könnten, viele Menschen dann sagen, wir unterstützen die Partei des Ministerpräsidenten. Und das ist auch in Sachsen-Anhalt hier so gewesen und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir nicht so zugewonnen haben, wie wir uns das erhofft hatten. Wie seit waren dafür aber auch die eigenen Fehler der letzten Tage und der Gegenwind im Moment im Bund
auch verantwortlich. Solche Debatten auf Bundesebene helfen natürlich nie in einem Wahlkampf. Aber wir kämpfen im Bund genauso wie auf Landesebene für klaren Klimaschutz. Der passiert nicht einfach, sondern der muss mit Instrumenten unterfüttert werden. Und das tun wir im Bund genauso wie an allen Orten im Land. Danke für diese Einschätzungen an einem interessanten, spannenden Wahlabend. Danke, Annalena Baerbock. Danke ebenso. Alles Gute. Und danke an Tina Hassel im Hauptstadtstudio. Bei mir ist jetzt Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt. Guten Abend, Frau von Angern. Sie wollten Rot-Rot-Grün. Und vor einem halben Jahr schien das auch noch irgendwie greifbar. Warum war das keine wirkliche Alternative für die Bürgerinnen und Bürger? Schlussendlich hat jetzt noch mal die Kampagne der CDU gefruchtet, als es hieß CDU oder Barbarei. Da kann ich Herrn Haseloff nur beglückwünschen. Es ist augenscheinlich so, dass es dieses Kopf-an-Kopf-Rennen dann doch nicht gab. Und da bin ich auch ein Stück weit stolz auf mein Heimatland Sachsen-Anhalt, dass eben hier nicht die Gefahr war, dass die AfD stärkste Kraft war. Wir haben tatsächlich als Linke es nicht geschafft, uns hier mit einem besseren Ergebnis durchzusetzen. Das ist traurig. Aber ich erwarte jetzt von Herrn Haseloff, dass er zeitnah eine Regierung bildet. Das ist sein Auftrag, den er jetzt hat. Er hat jetzt viele Optionen. Er hat jetzt auch einen harten Job, weil er gestern noch verkündet hat, dass alle, die nicht CDU wählen, diesem Land schaden. Insofern hat er gestern mal eben alle Türen zugeschlagen und ich bin gespannt, wie er jetzt eine Regierung bildet. Aber dies brauchen wir ganz dringend. Sachsen-Anhalt ist darauf angewiesen. Und hier die Wählerinnen und Wähler bis zur Bundestagswahl möglicherweise hängen zu lassen, das würde gar nicht gehen. Da würde er seiner Verantwortung aus meiner Sicht auch nicht gerecht werden. Es ist jetzt eine bittere Niederlage, auch für Sie persönlich. Denken Sie da auch über Konsequenzen nach? Also ich denke heute nicht über Konsequenzen nach. Sicherlich muss man parteiintern darüber reden, was kann anders laufen, was muss vor allem bis zur Bundestagswahl anders laufen. Das ist unser Auftrag, das ist auch mein persönlicher Auftrag. Aber erstmal bin ich grundsätzlich froh, dass wir hier nicht mit der AfD als stärkster Kraft aus der Sachsen-Anhalt-Wahl herausgehen. Frau von Angern, vielen Dank. Wir sehen uns dann später nochmal. Wir geben jetzt an dieser Stelle zur linken Wahlparty. Ja, hier ist natürlich eine ganz gedrückte Stimmung und das war schon merkwürdig zur Prognose. Da habe ich in viele bange Augenpaare geblickt. Ja, und als dann sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigten, da gab es eigentlich so gut wie keine Reaktion. Es war ganz still hier, aber Sie hatten es ja schon aufgrund der Vorwahlumfragen erwartet. Ja, und nun sind schon einige auch aus dem Saal wieder rausgegangen. Es ist also relativ leer hier auch, weil man diese Zahlen erstmal sacken lassen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der SPD und Kathi Obermann so ähnlich ist. Ja, genau so ist es. Auch hier dieselbe Stimmung wie bei der Linken, dass es so schlimm kommen würde, damit hatte tatsächlich keiner gerechnet. Zwei Ziele hatte man ja indirekt ausgegeben, nämlich zweistellig zu werden, das hat man nicht erreicht. Und zum anderen auch die stärkste Kraft im rot-rot-grünen Lager zu werden, auch das hat nicht geklappt. Insofern ist es tatsächlich ein desaströses Ergebnis. Es ist tatsächlich auch die Landesvorsitzende Juliane Klemann sofort auf die Bühne gegangen und hat eine sehr kämpferische Ansprache gehalten. Sie möchte ihre Truppen sozusagen motivieren, tatsächlich Vertrauen zurückzugewinnen. Aber das wird eine ziemlich schwierige Aufgabe werden. Und inwiefern man da ansetzen muss, ich glaube, da muss erst mal sehr lange beraten werden. Denn man hat so viel verloren und weiß, glaube ich, momentan gar nicht, wo man ansetzen soll. Und damit zurück ins Studio zu Jörg Schönborn. Ja, in der Tat könnte es das drittschlechteste Ergebnis der SPD bei einer Landtagswahl werden. Und im Grunde haben SPD und Linke das gleiche Problem. Beiden wird nicht mehr zugetraut, sich für Benachteiligte einzusetzen, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das hier sind Kurven, die darstellen, über die Jahre seit 1998, wem man am ehesten zutraut, für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Die SPD-Kurve sinkt auf 17, einer der schlechtesten Werte überhaupt. Und früher war dann die Linke die Partei, die das aufsog, die in Konkurrenz stand. Jetzt sind die beiden Parteien, SPD und Linke, aber beide gleichermaßen im Abwärtssog beim Thema soziale Gerechtigkeit. Ich will noch was ansprechen, was jetzt mehrfach in den Gesprächsrunden Thema war. Da ist immer von einem Kopf-an-Kopf-Rennen und Umfragen die Rede. Wenn Sie in den letzten zwei Wochen ARD und ZDF geschaut haben, dann hatten Sie immer den Stand, dass die CDU in den Umfragen in Sachsen-Anhalt vor der AfD so ungefähr 4 Punkte Vorsprung hat. Es gab aber Online-Umfragen, die von einigen Medien zu Schlagzeilen gemacht worden sind, nach dem Motto, Kopf-an-Kopf-Rennen kann die AfD stärkste Partei werden.
Aus Sicht unserer Wahlforscher war das nie realistisch. Und das ist aber das Argument, das jetzt einige Gesprächspartner nennen. Hat das möglicherweise mobilisiert für die CDU? Ist deswegen möglicherweise die CDU am Ende so stark geworden? Das können wir nicht sagen. Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen hat es zumindest nach unseren Zahlen nicht gegeben. Das vielleicht noch zur Erklärung, Tina. Denn jetzt geht es bei dir in Berlin weiter mit einem der Vorsitzenden. Ja, meine Damen und Herren. Heute Abend geht unsere Gratulation als erstes an den Wahlsieger in Sachsen-Anhalt. Das ist der amtierende Ministerpräsident Rainer Haseloff. Zugleich geht unser großer Dank an Katja Pähle und die SPD in Sachsen-Anhalt, die bis wirklich zur letzten Minute gekämpft haben, aber zwei schwierige Bedingungen hatten. Das eine ist, dass in dieser Corona-Zeit es enorm schwer ist, Menschen wirklich persönlich erreichen zu können. Und das hat umso schwerer gewogen, als die klare Aussage, die Rainer Haseloff getan hat und die gut und richtig war, nämlich eine Kooperation mit rechts auszuschließen, zu einer starken Polarisierung geführt hat, zwischen der die anderen demokratischen Parteien dann deutliche Schwierigkeiten hatten, auf sich aufmerksam zu machen. Es wird jetzt darauf ankommen, dass die Aussage von Rainer Haseloff auch in die Tat umgesetzt wird. Denn wir wissen, dass die CDU in Sachsen-Anhalt alles andere als gefolgt ist. Der ARD. Und bei mir ist jetzt Siegfried Borgwardt, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Borgwardt, ich weiß nicht, Sie können ja eigentlich die Maske abnehmen. Wir probieren es mal ohne Maske. Ihnen sehr dankbar. Ja, das glaube ich. Werden denn jetzt mit diesem Ergebnis, 36%, wenn es sich so bewahrheitet, die Stimmen in der CDU-Fraktion verstummen, die mit einer wie auch immer gearteten Zusammenarbeit mit der AfD liebäugeln? Was glauben Sie? Also in meiner Fraktion gab es die letzten zwei Jahre überhaupt keine Stimmen, die für eine AfD. Wir haben ja den Beschluss bei uns einstimmig gefasst. Das kann man ja so nicht ganz sagen. Es gab diesen Brief. Das gut, der Brief ist aber schon länger als zweieinhalb Jahre her. Und deswegen habe ich zwei Jahre gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und deswegen sage ich nochmal klar, wir haben einen klaren, eindeutigen Fraktionsbeschluss, dass wir keine Koalition oder wie auch immer gearbeitete Zusammenarbeit mit der AfD eingehen. Mhm. Und ich glaube, viele haben davon geschwatzt. Mit 6,5 oder 8% ist man keine Brandmauer, sondern wir sind mit über 30% die Brandmauer. Und es wäre gut, wenn das mal allgemein Platz würde. Mhm. Jetzt sind ja viele Optionen offen, wenn es sich, wie gesagt, so bewahrheitet. Das Farbenspiel habe ich vorhin schon mal angesprochen. Deutschland-Koalition, Jamaika möglicherweise. Was glauben Sie, wo geht der Trend hin? Werden die Grünen, die FDP quasi? Allen demokratischen Parteien im Landtag ausdrücklich dankbar. Wir haben ja in der Parlamentsreform mehrere positive Dinge, so wir glauben, fürs Land geregelt. Wir haben ja vom Grundgesetz vorgegeben, 4 Wochen zur Bildung der Konstituierung des Landtages. Und dann hatten wir nach unserer Landesverfassung nur noch 2 Wochen Zeit, eine Regierungskoalition bzw. einen Koalitionsvertrag zu verhandeln. Da haben wir jetzt wesentlich mehr Zeit. Und deswegen werden wir uns mit all den demokratischen Kräften unterhalten, wo wir die meisten Schnittmengen haben. Und Sie werden von mir heute Abend keine Präferenz zu irgendeiner gearteten Koalition, bis auf die beiden, Linke und AfD, die für uns nicht in Frage kommen, werde ich Ihnen keine Aussage machen können. Siegfried Borgwardt. Entschuldigung, ich kann kurz zeigen, was Ihre Wählerinnen und Wähler wollen. Heute an der Wahlurne befragt, CDU-Wählerinnen, CDU-Wähler, wie bewerten Sie die unterschiedlichen Koalitionsmöglichkeiten? Die Deutschland-Koalition mit der FDP, 53% sagen, das ist gut. Die bestehende Kenia-Koalition, 39% und Jamaika, 13%. Das ist ein klares Votum Ihrer Wählerinnen und Wähler. Das kann eine Option sein, aber ich sage trotzdem noch mal, bei diesem Wahlergebnis sollte sich das stabilisieren, werden wir mit all denen, die da aufgeführt sind, reden. Und wo wir die größten Schnittmengen haben, mit denen werden wir eine Koalition bilden. Siegfried Borgwardt, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und damit gebe ich jetzt ab zu Markus Spieker. Er ist mit der Bundesvorsitzenden der Linken zusammen, Susanne Hennig-Welsow. Dankeschön. Das erwünschte Ergebnis, was ist Ihre Reaktion und Erklärung? Na, zunächst ist es mal eine krachende Niederlage. Das müssen wir uns eingestehen. Das gefällt uns natürlich nicht. Und für uns ist es enttäuschend. Gleichzeitig muss man aber auch feststellen, dass über 60% der Wählerinnen und Wähler sich eine Mehrheit aus einer konservativen Partei und einer extrem rechten Partei gewählt haben. Das heißt, wir haben die Mehrheit einer rechten Gesellschaft in Sachsen-Anhalt. Das beruhigt und beunruhigt uns natürlich sehr. Da werden wir auch die nächsten Jahre hingucken.
Wir sind jetzt in der Opposition eine starke Kraft, aber klar ist, dass wir von den Bundestagswahlen natürlich noch mal richtig zulegen werden, was unseren Wahlkampf angeht. Für viel Gesprächsstoff hat im Wahlkampf ja das Plakat "Nehmt den Wessis das Kommando" gesorgt. War das ein Fehler? War das zu polarisierend? Nein, das Plakat an sich hat ja funktioniert, weil wir zum ersten Mal seit langer Zeit tatsächlich auch bundesweit das Thema Ungerechtigkeit zwischen Ost und West wieder auf der Tagesordnung hatten. Und dafür gibt es sehr gute Gründe. Möglicherweise kam es auch zu spät, aber das Thema Osten muss definitiv auf die Tagesordnung kommen. Schönen Dank, Frau Henning-Welser. Dankeschön, Markus Spieker. Und damit sind wir wieder im Wahlstudio. Die nächste Runde ist hier bei mir. Stefan Gebhardt ist bei mir, der Landesvorsitzende der Linken. Guten Abend. Hallo. Marco Faber, Landesvorsitzender der FDP. Und der Landesvorsitzende der AfD, Martin Reichert. Schön, dass Sie hier bei mir jetzt sind. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Gebhardt. Wir haben jetzt gerade schon Frau Henning-Welser gehört. Wie schätzen Sie das ein? Hat da vielleicht manchmal auch so ein bisschen der Rückhalt aus der Bundespolitik gefehlt, dass es jetzt hier so ein Ergebnis gibt? Naja, ich sag mal, wenn man natürlich auf Bundesebene bei 6-7% liegt, dann kann man hier nicht den großen Rückenwind erwarten, aber darauf will ich es gar nicht schieben. Wir haben eine schwierige Situation auch in Sachsen-Anhalt, in der gesamten Bundesrepublik. Wir haben auch keine einfache Situation, was meine Partei betrifft. Dennoch ist das Ergebnis für uns sehr enttäuschend. Wir hätten uns deutlich mehr erwartet. Und das ist eine Niederlage, die wir auch eingestehen müssen. Auch wenn wir uns freuen, dass wir auf dem dritten Platz geblieben sind, ist das nichts, was wir jetzt klar herausstellen wollen. Der dritte Platz ist kein Gewinnerplatz in dem Fall. Das ist in dem Fall kein Gewinnerplatz, eindeutig so. Ne? Ja. Denken Sie denn, dass es in irgendeiner Form auch an der Kampagne gelegen hat, die Sie jetzt gefahren haben? Zum Beispiel das Plakat, das immer wieder angesprochen wurde, haben wir heute auch gesehen, "Nehmt den Wessis das Kommando", nein, dass es da möglicherweise Ärger gab? Na, da halte ich mich an klare Zahlen an diesbezüglich. Und die Zahlen sagen, dass die Kampagne richtig war. Also weil 40% der Befragten beim MDR waren Rekordbeteiligung, haben gesagt, wir haben das total richtig aufgegriffen. Und das liegt ja nun klar über den Zahlen, die wir heute als Partei erreicht haben. Also insofern lag es nicht an den Inhalten und an den Personen, die wir transportiert haben, sondern wahrscheinlich auch an der Gesamtsituation, in der wir uns befinden. Bleiben Sie erstmal kurz bei mir, bitte, die Herren. Wir geben jetzt kurz ab nach Berlin zu einem Statement von Christian Lindner. Meine Damen, meine Herren, der heutige Abend ist ein guter Abend für die Freien Demokraten in ganz Deutschland. Nach über 10 Jahren werden jetzt wieder Freie Demokraten im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten sein. Im Heimatland von Hans-Dietrich Genscher gibt es nun wieder eine liberale Parlamentsfraktion und darüber freuen wir uns über die Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt hinaus. Es ist ein wichtiges politisches Signal in diesem Wahljahr über die Landesgrenzen hinaus. Wir gratulieren sehr Lydia Hüskens, unserer Spitzenkandidatin und ihrem Team dort, die aus der außerparlamentarischen Opposition heraus einen ganz engagierten Wahlkampf geführt haben. Wir haben gemeinsam gestritten für mehr Rücksicht auf die Freiheits- und Bürgerrechte der Menschen in der Pandemie und darüber hinaus. Wir haben uns eingesetzt für eine kluge wirtschaftliche Politik, um das Land hochzufahren. Wir haben die digitalen Defizite im Land angesprochen und Vorschläge gemacht. Und wir wollen das Bildungssystem modernisieren. Das sind wichtige Themen, wichtige Botschaften, auch über Sachsen-Anhalt hinaus, die hier die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger gefunden haben. Ja, und damit sind wir wieder hier im Studio. Und ich frage nach bei Marco Faber, Landesvorsitzender der FDP. Was sagen Sie, was sind die ausschlaggebenden Gründe, warum Sie heute hier den Wiedereinzug höchstwahrscheinlich feiern können in den Landtag? Der Wiedereinzug ist sicher, darüber freuen wir uns schon mal sehr. Und ich glaube, die Punkte hat mein Parteivorsitzender gerade angesprochen. Die konstruktive Kritik, die wir an der Landesregierung auch hier geübt haben, hat uns, glaube ich, da den Rückenwind gegeben, sodass wir jetzt auch nicht nur in den Landtag wieder einziehen, sondern auch die Möglichkeit haben, diesem Land einen anderen Kurs zu geben, die Kenia abzulösen durch eine Deutschlandkoalition. Das war unser Ziel, um auch Sachsen-Anhalt weiter nach vorne zu bringen. Wir haben jetzt gerade von Jörg gehört, die Wähler wünschen sich eine Koalition am meisten aus CDU, SPD und FDP. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Das hängt auch von den Koalitionspartnern ab. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen in Sachsen-Anhalt die ideologische Regierungspolitik ja satt haben, dass sie sich wünschen, dass die Grünen in der Regierung ersetzt werden durch die FDP. Das hat uns, glaube ich, auch wirklich noch mal einen Schub verliehen. Deswegen denke ich, das ist realistisch. Mhm. Herr Reichert, wir haben es gerade eben auch schon mit Herrn Chrupalla besprochen. Eine Machtoption, so wie wir es hier jetzt gerade besprochen haben, gibt es für die AfD so oder so nicht. Niemand will mit Ihnen koalieren. Liegt es an Ihrem Kurs? Liegt es an eben dieser teilweise rechtsextremistischen Färbung in Ihrer Partei? Was müssen Sie ändern?
Also diese rechtsextremistische Färbung, die wird von außen hereingetragen, die gibt es nicht. Das ist von Gerichten entschieden. Was da von Gerichten entschieden ist, also da ist nichts von Gerichten entschieden. Ist einfach so. Und die Prozesse laufen auch, wenn dann noch, wir haben immer eine klare politische Linie verfolgt und die ist auch heute bestätigt worden. Wir haben hier in diesem Wahlkampf Hervorragendes geleistet und die Partei ist als Volkspartei in Sachsen-Anhalt etabliert und das können wir uns auch nicht kleinreden lassen. Da haben wir auch eine Aufgabe, nämlich unseren konstruktiven Kurs im Parlament weiter zu verfolgen. Herr Reichert, ich schalte mich mal eben ein zu dem Thema. Wir haben ja auch Ihre Wählerinnen und Wähler befragt. Ich baue das mal auf. Das ist alles das, was man gut findet an Ihnen. Und hier dieser letzte Punkt. Ihre Wählerinnen und Wähler sagen zu 42%, die AfD distanziert sich nicht genug von rechtsextremen Positionen. Wie kommen Ihre Wählerinnen und Wähler zu diesem Eindruck? Also das ist natürlich der von den Medien gewünschte und kolportierte Eindruck. Ich sage das mal ganz eindeutig. Wir zum Beispiel gerade hier im Landesverband, wir haben alle Strömungen in der Partei eingebunden. Wir haben uns immer klar von Rechtsextremismus distanziert. Diese Dinge werden aber natürlich nicht wahrgenommen, weil man uns ja in einer bestimmten Ecke auch medial halten will. Und dementsprechend kommt das dann so nach außen. Aber das ist eben de facto nicht der Fall. Bei einer fairen Berichterstattung würde ganz klar dabei herauskommen, dass wir in keiner Weise eine rechtsextreme Partei sind. Was tun Sie, um dem Eindruck entgegenzuwirken? Wir haben in der zurückliegenden Legislatur und auch unter mir immer dann eingegriffen, auch innerparteilich, wenn es zu rechtsextremen oder zu entsprechenden kritischen Äußerungen gekommen ist. Da haben wir Mitglieder ausgeschlossen, es sind Mitglieder ausgetreten. Das haben wir alles gemacht und wir haben uns immer klar von jedem Extremismus distanziert. Und man muss auch mal umgekehrt etwas anderes sagen, wenn man jetzt auch mal auf andere Parteien sieht. Es gibt wahrscheinlich ein größeres Problem mit Linksextremismus bei Die Linke. Bei uns gibt es kein Rechtsextremismusproblem. Man muss aber dazu noch mal sagen, Ihr Landesvorsitzender Hans-Thomas Tillschneider gilt ja offiziell als Rechtsextremist. Wie können Sie dem begegnen? Also dem kann man ganz klar entgegnen. Also wann gelte ich denn offiziell als Rechtsextremist? Ich kann hier auch jeden Rechtsextremisten nennen. Das ist ein überhaupt nicht geschützter Begriff. Und insofern ist das eine Titulierung, die wird dem Herrn Tillschneider nicht gerecht. Der Herr Tillschneider ist ein hervorragender Intellektueller und hat der Fraktion viele Impulse gegeben. Ich gebe an Jörg ab. Ja, ich werde immer gefragt über das Ohr, wann unsere Hochrede kommt. Und ich kann nur sagen, die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer haben Hygienebestimmungen. Das Ganze ist auch durch die Briefwahl etwas verzögert. Und sobald wir Zahlen haben, verspreche ich Ihnen die Hochrechnung. Und bis dahin sprechen wir weiter über die Prognosen. Ich höre gerade, dass wir jetzt nach Berlin gehen mit der Bundesvorsitzenden der SPD. Genau, Saskia Esken ist bei uns im Studio. Frau Esken, Sie werden sich nicht freuen. Die SPD nur noch einstellig und möglicherweise mit einem der schlechtesten Ergebnisse einer Landtagswahl. Und das, obwohl die Bundes-SPD so früh auf dem Platz war mit einem eigenen Kanzlerkandidaten und einem Programm. Welche Joker wollen Sie noch ziehen bis zur Bundestagswahl? Also zunächst mal muss man natürlich Rainer Haseloff gratulieren zu diesem Ergebnis. Das ist sein Erfolg auch in Magdeburg und in Sachsen-Anhalt. Wir waren in den letzten Tagen auch dort unterwegs und wir haben eine sehr, sehr engagierte Katja Pähle und ihre Mitkandidierenden gesehen, die dort einen tollen Wahlkampf hingelegt haben. Aber es hat nicht gereicht. Toller. Da muss man schon auch Danke sagen für diesen Wahlkampf. Und die haben einen thematischen Wahlkampf geführt mit Themen wirklich, die auch Belang haben für die Menschen in Sachsen-Anhalt. Arbeit, Wohnen, Bildung, auch Gesundheit natürlich. Das ist aber sehr stark überlagert worden, zunächst von Corona und dann jetzt am Ende von der Tatsache, dass sehr, sehr viele Menschen ganz offensichtlich, und darüber sind wir glücklich, keinen Einfluss der AfD auf die Politik in Sachsen-Anhalt oder anderswo wollen. Warten Sie hier, wir kommen gleich weiter, aber ich muss ganz schnell wegen neuer Zahlen zu Jörg Schönborn geben. Wir sprechen gleich weiter. Genau, danke Tina. Wenn man es beschreit, dann kommen die Zahlen rein. Hier ist die erste Hochrechnung von Infratest DIMAP für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die CDU bei 35,9. Das wäre übrigens der höchste Zugewinn seit Nordrhein-Westfalen vor 4 Jahren. Plus 6 Punkte für die CDU. Die AfD, ähnlich wie in den westdeutschen Ländern, leicht im Abwind, 22,7. Für die Linke das schlechteste Landesergebnis, 10,9. Für die SPD nicht nur das schlechteste Landesergebnis, 8,3, sondern vermutlich eines der 3 schlechtesten in der Nachkriegsgeschichte überhaupt. Grüne 6,5 mit Zugewinnen, aber hinter den Erwartungen. FDP 6,4, sicher im Landtag, andere Parteien 9,3.
es verschiebt sich mit der Hochrechnung ein wenig etwas in der Sitzverteilung. Die herausragende Stellung der CDU mit 33 Mandaten bleibt unangefochten. Die AfD jetzt 21, dann kommen die kleinen Parteien, Linke 10, SPD 7, Grüne 6, FDP 6. Und das ermöglicht dem Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, mit verschiedenen Parteien über verschiedene Konstellationen zu sprechen. Für eine schwarz-rote kleine Koalition reicht es im Moment nicht. Da wäre aber mit den Grünen Kenia in der bisherigen Formation möglich. Neben Kenia, und da sind wir fast bei der WM hier, neben Kenia ist Deutschland mit klarer Mehrheit, aber auch Jamaika. Das ist dann, wie wir schon gehört haben, das Ergebnis von Gesprächen, bei denen die SPD, Tina, vielleicht berücksichtigt ist und vielleicht auch nicht. Ja, danke, Jörg. Lassen Sie uns, Frau Esken, noch mal kurz auf die Bundespolitik gucken. Im direkten Vergleich schlägt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat sowohl Annalena Baerbock als auch Armin Laschet, Stand jetzt. Aber es funktioniert eben nicht wegen der SPD, muss man ja fast sagen. Müssten Sie eigentlich nur noch Olaf Scholz plakatieren und die Sozialdemokraten eher hinten anstellen? Olaf Scholz hat diese sehr guten Zustimmungswerte bei der Bevölkerung, weil er auch für die Programmatik der SPD steht. Und es ist ganz klar, dass wir den Auftrag haben, auch von unserer Partei, die ja das Zukunftsprogramm sehr, sehr einstimmig und genauso Olaf Scholz auch einstimmig nominiert hat, geradezu, nahezu einstimmig. Und in diesem Zukunftsprogramm geht es um Themen, die Belang haben für die Menschen, auch im Osten Deutschlands und auch in Sachsen-Anhalt, insbesondere die Menschen, die eben ihre Lebensleistung und ihre auch die Leistung, die sie in diesen Umbrüchen nach der Wende vollbracht haben, nicht wertgeschätzt sehen. Und die, also zum Beispiel bei den Löhnen, bei den Renten, hohe Unterschiede, wesentlich niedrigere Löhne, wesentlich niedrige Renten zu ertragen haben. Da muss auch der Respekt für eben diese Lebensleistung gegeben werden. Wenn wir zum Beispiel vom Mindestlohn von 12 Euro ausgehen, der erhöht den Lohn etwa der Hälfte der Beschäftigten im Osten Deutschlands. Frau Esken, danke, dass Sie noch mal werben für das Programm. Man muss aber sagen, in Sachsen-Anhalt, Stand jetzt, hat es nicht gezogen. Aber es ist ja auch noch ein bisschen hin bis zur Bundestagswahl. Deshalb gebe ich direkt weiter nach Magdeburg. Herzlichen Dank, Tina Hassel, nach Berlin. Und hier stehen jetzt bei mir im ARD-Wahlstudio zwei noch Koalitionäre. Das ist zum einen Armin Willingmann von der SPD. Er ist Wirtschaftsminister in der momentanen Regierung noch. Und Sebastian Striegel, Landesvorsitzender der Grünen, ist bei mir. Guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, wir haben es jetzt gerade gesehen. Die erste Hochrechnung hat uns gezeigt, es ist mehreres möglich. Also bestätigt quasi nochmal Jamaika, aber auch, wie sehr zittern Sie jetzt beide um Ihre Zusammenarbeit? Also ich glaube, zittern ist nicht angesagt an dieser Stelle. Wir haben eine erste Hochrechnung. Das wird mit Sicherheit heute noch ein langer Abend werden. Und es verbietet sich jetzt, über Koalition zu reden. Der Ministerpräsident ist in der Pflicht. Er hat diese Wahl gewonnen. Wir gratulieren ihm dazu sehr herzlich. Und an der Stelle ist er in der Verantwortung, für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes zu sorgen. Mhm. Und er ist auch dafür verantwortlich, für die Zukunftsthemen zu sorgen. Und Klimaschutz bleibt das zentrale Zukunftsthema auch für Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren. Herr Willingmann, Sie als Wirtschaftsminister, Ihnen wird wirklich eine gute Arbeit immer wieder bescheinigt. Aber glauben Sie, dass das genügend auf das Konto der SPD eingezahlt hat? Ist der Kurs vielleicht möglicherweise nicht der richtige? Also es hat jedenfalls den Eindruck, dass es nicht so sehr auf das Konto eingezahlt hat. Das müssen wir bedauern. Wir hatten uns mehr versprochen, weil wir von einer sehr soliden Regierungsarbeit, übrigens auch einer Arbeit der Fraktion im Landtag, ausgegangen sind. Vielleicht haben wir sie nicht ganz so sehr auf die Straße gebracht. Vielleicht waren aber auch andere Themen dominanter. Das Verhindern eines übergroßen Einflusses der AfD spielte offenbar für sehr viele Wählerinnen und Wähler eine große Rolle. Es war die sichere Bank, den Ministerpräsidenten zu wählen, dem man an dieser Stelle nur gratulieren kann zu diesem für ihn großartigen Erfolg. Er hat natürlich damit auch hohe Verantwortung und steht jetzt in der Pflicht. Aber er stand eben an der Spitze auch dieser Regierung, die wir gemeinsam in den letzten 5 Jahren gestaltet haben. Mhm. Aber Sie würden beide tatsächlich, obwohl es Schwierigkeiten gab in der letzten Legislaturperiode, es war ja keine Liebesheirat, haben wir heute gesehen, auch zu Kenia stehen? Also selbstverständlich wird man an dieser Stelle im Moment keine verbindlichen Aussagen dazu treffen können. Aber die Bilanz von Kenia lässt sich durchaus sehen. Und deshalb stehen wir selbstverständlich für Gespräche zur Verfügung. Einladen dazu muss allerdings die CDU. Mhm. Herr Striegel? Wir haben in den letzten Jahren für Sachsen-Anhalt verlässlich Verantwortung übernommen. Wir wollen das sehr gerne weiter tun. Hier liegt jetzt die Entscheidung beim Ministerpräsidenten. Er muss schauen, dass die Zukunftsthemen für Sachsen-Anhalt tatsächlich angesprochen werden. Und er muss entscheiden, will er mit Klimaschützern oder mit Klimabremsern eine Regierung bilden.
Herzlichen Dank in die Runde. Der Ball liegt jetzt bei dir, Jörg. Ja, ich greife das mal auf. Es ist in der Tat so, dass die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt die Grünen eben nicht so gern in der Regierung sehen wollen, wie das in anderen Bundesländern der Fall ist. Ich schaue mal, ob ich das so rasch finde. Ich habe hier die Frage, möchten Sie, dass die Grünen künftig an der Bundesregierung beteiligt sind? Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz über 50%, in Sachsen-Anhalt 39%. Und interessant ist auch, dass die Umwelt- und Klimakompetenz der Grünen in diesem Land geringer ist als in anderen, auch in anderen ostdeutschen Bundesländern. 30% sagen, das ist die Partei mit der höchsten Kompetenz für Klima und Umwelt. Jetzt springen wir in den Westen, da sind die Werte naturgemäß höher, weil die Grünen da viel stärker verwurzelt sind. 42% Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Aber interessant finde ich, dass auch in anderen ostdeutschen Bundesländern, Sachsen und Thüringen bei der letzten Wahl, hier Umwelt- und Klimawerte 41% für die Grünen dabei waren. Was lag zwischen diesen Wahlen und Sachsen-Anhalt 21? Der Kohlekompromiss. Und Sachsen-Anhalt ist eben ein Land, in dem nur die Hälfte damit einverstanden ist, dass die Kohletagebaue eingestellt werden. Wir gehen zum Generalsekretär der CDU nach Berlin, Paul Zimmer. Hallo, liebe Regie. Ja, jetzt höre ich gerade, jetzt sind wir wieder hier im Wahlstudio und haben ein Interview, ein aufgezeichnetes von unserem Kollegen Andreas Franz mit Alexander Gauland von der AfD. Der Ehrenvorsitzende der AfD hier bei mir, Herr Gauland. Als das Ergebnis bekannt wurde, also hier war zumindest mein Eindruck, die Begeisterung beim Ergebnis der SPD und der Grünen größer als bei der eigenen Partei. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Ich bewerte das Ergebnis sehr positiv, denn wir haben praktisch unser Ergebnis gehalten. Es war mir immer völlig klar, dass im Endspurt zu solchen Landtagswahlen natürlich die Rolle des Ministerpräsidenten eine entscheidende ist. Und deswegen ist es auch der CDU gelungen, schwankende Wähler, die vielleicht auch uns gewählt hätten, über seine Person bei der CDU zu halten. Dass wir gegen den heftigen Widerstand aller anderen, gegen die Antifa, gegen den Kampf sozusagen im Wahlkampf, das Ergebnis gehalten haben, zeigt, dass wir stabil sind und dass unsere Wähler mit uns einverstanden und zufrieden sind. Also viele hatten ja doch gehofft, knapp hinter der CDU ins Ziel zu gehen. Und bei Ihnen ist es ja auch so, dass fast die Hälfte Ihrer Wähler nach Umfragen sich doch eine stärkere Abgrenzung nach rechts wünscht. Ist das vonnöten, damit es vielleicht doch weiter nach oben geht für die AfD? Also ich glaube, das ist völlig sinnlos, diese Fragen zu stellen. Kein Mensch weiß, was eine stärkere Abgrenzung nach rechts ist. Wir haben eine klare Politik. In diesem Lande ist eine klare Politik gemacht worden. Die ist belohnt worden. Alle anderen Fragen sind rein rhetorische. Okay. Danke Ihnen. Die Wählerinnen und Wähler verstehen unter einer Abgrenzung nach rechts vermutlich die Frage, ob eine Koalition mit der AfD von den anderen Parteien für denkbar gehalten wird, speziell von der CDU. Und wenn man sie danach fragt, das haben wir heute in der Wahltagsbefragung in den Wahllokalen getan, dann gibt es insgesamt 2/65%, die eine Regierungsbeteiligung der AfD nicht möchten. 31% sind dafür. Wir sehen aber, dass die AfD-Wähler fast vollständig dafür sind. Es hat sich ein bisschen geändert. Früher gab man die Protestkarte bei der AfD ab. Jetzt wollen die Wählerinnen und Wähler auch wirklich, dass die Partei mitregiert. Umgekehrt, die CDU, für die das ja diskutiert wird, hat Anhänger, die fast vollständig zu knapp 90% sagen, nein, diese Regierungsbeteiligung möchte ich nicht. Zur Einordnung des Wahlergebnisses der AfD, das im Moment auf
Basis der ersten Hochrechnung natürlich noch ein bisschen dünn ist. Vielleicht hier die anderen ostdeutschen Wahlergebnisse der AfD bei den letzten Landtagswahlen. Mit 22,5 ist das zwar auch in der Größenordnung über 20%, aber der erste Rückgang auf Landesebene und damit unter den Ergebnissen von Brandenburg und Thüringen. Markus Spieker, jetzt bei uns in der Lobby mit einem Gesprächsgast. Ja, in der Lounge stehe ich leider ohne Gesprächsgast, sondern transportiere so allgemein so ein bisschen die Stimmungslage hier. Die sieht so aus unter dem Motto Rainer Haseloff Superstar, könnte man sagen. Also immer wenn der hier über den Hof gekommen ist, haben sich da eine riesige Traube um ihn versammelt. Jeder will ihn interviewen. Er gilt allgemein hier als der Gewinner. Ansonsten, wenn die anderen ihre Statements abgegeben haben, da war es doch eher gähnend leer. Und es war auch relativ leer auch sonst um die da Interviews geben wollten. Es zeigt sich einfach, dass da die CDU dann doch auch die Geschichte heute Abend ist. Die FDP natürlich auch sehr froh, brennt offenbar auch. Das konnte ich aus meinen Gesprächen mit FDP-Anhängern mitnehmen auf den Eintritt in die Regierung, dann am liebsten in so einer Deutschland-Koalition. Ansonsten ziehen alle jetzt dann wieder zu den Wahlpartys ihrer verschiedenen Parteien und bleiben dann doch nicht so lange so weit im Stimmungsbild von hier zurück ins Studio. Danke, Markus Spieker. Und an dieser Stelle schauen wir uns an ein Statement der Landesvorsitzenden der SPD, Julia Klemann. Naja, man muss ja mal klar sagen, dass wir als SPD, glaube ich, seit der Agenda 2010 einfach in so einer Situation sind, dass Menschen uns eher mit Verlust in Verbindung bringen als mit Gewinn. Und das, was wir die letzten Jahre geschafft haben, wir haben das Kurzarbeitergeld eingeführt. Ohne das wäre in dieser Corona-Pandemie die Arbeitslosenzahl nach oben geschnallt. Wir haben den Mindestlohn eingeführt, dass der überhaupt da ist, den wollen wir anheben. Das wird uns sozusagen nicht zugerechnet. Ich glaube wirklich, dass es manchmal so ist, dass Menschen sagen, na, das ist ja euer Job, ihr seid sozusagen die Sozialdemokraten, ihr müsst quasi dafür sorgen, dass das Brot jeden Tag auf dem Tisch ist. Also dass wir sozusagen, das ist euer Selbstverständnis, aber es wird nicht angerechnet. Warum? Ich glaube wirklich, dass der Vertrauensverlust, den wir einkassiert haben, auch hier in Sachsen-Anhalt mit der Sparpolitik in früheren Jahren, die damals richtig gewesen war, wo wir merken, das ist überhaupt nicht, das hat wirklich viele Nachteile mit sich gebracht. Vertrauen verliert man ganz, ganz schnell. Mit so einer großen Enttäuschung, aber das zurückzugewinnen ist echt eine Kernerarbeit. Und damit gehen wir rüber zu André Berthold bei der Wahlparty der Grünen. Bei mir ist Frau Tschibocha Seitz. Frau Seitz, die Grünen liegen jetzt derzeit ungefähr bei 6,5%. Die Umfragen haben vielleicht auf etwas mehr hoffen lassen. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis oder traurig, dass es doch nicht mit mehr gereicht hat? Naja, zunächst muss man sagen, wir haben im Vergleich zur letzten Landtagswahl deutlich zugelegt. Natürlich hätten wir uns mehr Zuwachs gewünscht. Am Ende glaube ich, dass es das zugespitzte Rennen zwischen auf der einen Seite der antidemokratischen AfD und auf der anderen Seite dem Ministerpräsidenten Rainer Haseloff war, was dazu geführt hat, dass Rainer Haseloff der deutliche Gewinner dieser Landtagswahl ist. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich dazu gratulieren. Jetzt ist es ja so, der Landtag, die FDP wird den Sprung in den Landtag schaffen. Es könnte sein, dass Sie damit aus der Regierung fliegen. Es gibt Stimmen in der CDU, die sich jetzt nicht unbedingt für die Grünen ausgesprochen haben. Könnte es sein, dass Sie vielleicht trotz Zugewinn vielleicht ein trauriger Gewinner der Landtagswahl sind? Na, heute ist es nicht unsere Aufgabe, über künftige Koalitionen zu spekulieren. Es ist Aufgabe des Wahlgewinners Rainer Haseloff zu entscheiden, in was für einer Koalition er das Land zukünftig regieren will. Ob er gerne eine Regierung möchte, die sich den wichtigen Zukunftsthemen an dieser Stelle widmet und die weiter stabil für Klimaschutz in der Regierung einsteht. Oder ob er eine Regierung bilden will mit den Klimabremsern. Danke für das kurze Statement, Frau Tschibocha-Seitlitz. Und damit zurück zu Jörg Schönborn wieder ins Wahlstudio. Ich habe vorhin bei der SPD-Landesvorsitzenden, bei Frau Klemann, aufmerksam zugehört und kann eigentlich vieles bestätigen von dem, was sie selbstkritisch gesagt hat. Ich will Ihnen das mal in Zahlen zeigen. Die SPD hat in der Bundesregierung viel versprochen, aber bei den Menschen kommt wenig an, 79%. Hat die Sorgen der einfachen Leute aus dem Blick verloren, 70%. Steht nicht mehr eindeutig auf der Seite der Arbeitnehmer, 69%. Wir haben heute am Wahltag gefragt, ob man sich persönlich gut situiert, wirtschaftlich fühlt oder schlecht. Es gibt nur ganz wenige in Sachsen-Anhalt unter den Wählerinnen und Wählern, gut 10%, die sagen, meine persönliche wirtschaftliche Situation ist schlecht. Wen haben diese Menschen gewählt? Da würde man ja an SPD oder Linke denken.
zuallererst die AfD zu 40%, dann die CDU zu 19%, dann die Linke zu 12% und dann die SPD zu 8%. Ich glaube, das spricht Bände, wenn selbst diejenigen, die sich schwach fühlen, die SPD als Option auf dem Wahlzettel wirklich ganz unten einordnen. Vielen Dank für diese Einblicke, Jörg. Und wir geben zur Wahlparty der FDP an dieser Stelle. Kommt was, Stefan? Mhm. Ja, also hier ist auf jeden Fall, ja, immer noch ein bisschen Jubelstimmung. Es hat sich ein bisschen beruhigt. Man hat jetzt die erste Hochrechnung gesehen bei der FDP. Man sieht, die Prognose hält. Und ja, man hofft natürlich, dass es so bleibt, je weiter der Abend voranschreitet. Aber man ist ganz überzeugt, das bedeutet jetzt definitiv den Wiedereinzug in den Landtag. Es wird wieder eine FDP-Fraktion geben hier. Das hat ja Lieder Hiskens schon vorhin gesagt. Und natürlich hofft man, so ist die FDP auch angetreten, auf eine Regierungsbeteiligung. Und die ist rechnerisch jetzt ja auch möglich. Es wäre sowohl eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen möglich, als auch eine Deutschland-Koalition mit SPD und CDU. Und da hat ja die CDU kein Geheimnis rausgemacht, zumindest einige CDU-Mitglieder, dass sie das sogar bevorzugen würden. Ich denke, dass die Zeichen bei der FDP möglicherweise auch da ganz gut stehen, eher in so eine Koalition eintreten zu wollen. Aber sicherlich wird man den weiteren Abend hier erstmal abwarten müssen, wie das weitergeht, wie das voranschreitet, ob die Zahlen so bleiben. Ja, und dann muss natürlich jemand ein Angebot machen. Damit zurück zu Jörg Schönborn. Ja, ich greife das noch mal kurz auf. Ich habe es vorhin schon für die CDU-Anhänger gezeigt, die am liebsten eine Koalition mit SPD und FDP hätten. Insgesamt ist das bei den Wählerinnen und Wählern die einzig positiv bewertete Koalition. 38% gut, 36% nicht gut. Alle anderen Koalitionen werden mehrheitlich negativ bewertet. Die jetzige Kenia-Koalition genauso wie die rechnerisch mögliche Jamaika-Koalition. So, jetzt kommt noch ein kurzer Werbeblock. Ich empfehle Ihnen unser Wahlangebot auf tagesschau.de, auf der Website, in der App, natürlich auch auf den Kanälen in sozialen Medien. Da bekommen Sie sofort das, was ich Ihnen jetzt zeige, auch die zweite Hochrechnung. Bleiben Sie trotzdem hier. Bei uns ist im Moment früher, aber auch einiges von dem, was wir hier an Analysen schon angerissen haben. Also, die nächste Hochrechnung für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die CDU stabilisiert sich auf hohem Niveau, 36%, gut 6 Punkte Zugewinn. Das wäre in der Tat, ich habe es vorhin schon gesagt, der höchste Gewinn seit der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017. Seither gab es noch mal ein bisschen was drauf in Bremen, ansonsten nur Verluste für CDU und CSU. Die AfD muss Verluste hinnehmen auf hohem Niveau, 22,7. Die Linke noch nie so niedrig in Sachsen-Anhalt, 10,8. Überhaupt eines der schwächsten Ergebnisse in Ostdeutschland. Für die SPD sind die 8,3 Negativrekord für Sachsen-Anhalt. Die Grünen hatten sich deutlich mehr versprochen, 6,6. Die FDP freut sich über den Wiedereinzug in den Landtag, 6,5. Und immerhin sind es noch starke 9% für andere Parteien, darunter die Freien Wähler zum Beispiel, aber niemand auch nur in der Nähe der 5%-Hürde. Der Landtag hier in Magdeburg hat also künftig wieder 6 Fraktionen statt 5. Einige andere Landtage haben das, hier gab es das noch nicht. Die CDU ragt deutlich als stärkste Kraft heraus, 33 Mandate. AfD 21 und dann kommen die kleineren Fraktionen, Linke 10, SPD 7, Grüne 6 und FDP 6. Sie sehen es oben rechts. Wir gehen im Moment von der gesetzlichen Mindestzahl der Mandate von 83 aus. Die CDU wird aber sehr viele Direktmandate gewinnen. Insofern kann sich der Parlamentskörper durch Überhang- und Ausgleichsmandate noch vergrößern. Ja, und jetzt zu dem, was ich gerade schon aus Wählersicht dargestellt habe, Koalitionsmöglichkeiten, wer mit wem. Es geht natürlich nichts ohne die stärkste Kraft, das ist bei diesem Abstand klar, das ist die CDU. Sie könnte mit der SPD alleine in einer kleinen Koalition nicht regieren. Das ist jetzt noch im Schwankungsbereich der Hochrechnung, ich würde es nicht völlig ausschließen, aber im Moment reicht es nicht. Wir gehen also von Dreierbündnissen aus und da gilt dann die Weltreise. Kenia ist möglich mit 46 Mandaten, Deutschland ist möglich mit 46 Mandaten ebenfalls und Jamaika ist möglich mit 45 Mandaten. Ich glaube, dass diese drei Bündnisse möglich sind.
Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Mal gucken, wie sich die Mandate dann im Einzelnen verschieben, Wiebke. Die zweite Hochrechnung. Vielen Dank, Jörg. Und die Ergebnisse stabilisieren sich. Das kann man hier ganz deutlich sehen. Wir geben nach Berlin ins Hauptstadtstudio zu Tina Hassel. Tina, was bedeuten denn bedeutet dieser Abend und vor allen Dingen diese Ergebnisse für die Bundesparteien und vor allen Dingen auch für die Kanzlerkandidatin und die Kanzlerkandidaten? Naja, also man hat es ja schon spüren können, die Bundes-CDU und ihr Kanzlerkandidat dürften heute erleichtert aufatmen, denn der erste Härtetest, den hat auch Armin Laschet heute bestanden, auch wenn der Triumph natürlich dem Ministerpräsidenten vor Ort gilt, Rainer Haseloff. Und der ist natürlich bei der Bundestagswahl im Herbst nicht da. Und auch der Amtsbonus, nämlich mit Angela Merkel, den wird es ja dann nicht mehr geben. Die Grünen, ja, die sind heute traurige Gewinner, kann man sagen. Sie haben sich nur minimal verbessert. Und das zeigt eben, dass überall da, wo das Thema Klimaschutz nicht so zieht, es möglicherweise für die Grünen schwer werden könnte. Und die SPD, ja, für die ist das bitter, wirklich bitter. Das klang ja eben auch schon an. Sie war als Erste auf dem Platz mit einem Kanzlerkandidaten. Sie hat ein Programm und im Moment entfaltet noch nichts den wirklichen Wumms. Freuen werden sich die Liberalen. Und natürlich wird in Berlin schon heftig diskutiert, ob möglicherweise auch hier die Grünen in möglichen Koalitionen gegen die Liberalen ausgetauscht werden könnten. Also insofern gibt es hier strahlende Gesichter, aber auch sicherlich viele Fragezeichen. Ja, wir hören es, Tina, das Ergebnis strahlt ja wirklich bis nach Berlin aus. Was bedeutet denn das möglicherweise für die Bundestagswahl? Wird die FDP möglicherweise eine Neuauflage von Jamaika wieder vorantreiben? Ja, das wird hier schon diskutiert. Da muss man aber zum einen sagen, wir wissen ja noch nicht, wie nachhaltig diese FDP-Erfolge sind. Denn im Moment haben sie ja sehr viel damit zu tun, dass sie Corona-kritisch waren. Und wenn Corona mal abgeflaut ist und alle geimpft sind, ist die Frage, ob sich das dann noch so hält. Aber durchaus prominente Grünen-Stimmen wie Cem Özdemir, die warnen ja schon, es könnte hinter den Kulissen möglicherweise Absprachen geben, dass man eine Art große Koalition mit, wie Özdemir das sagt, einem liberalen Auspuff, also mit der FDP, fortsetzen könnte. Das zeigt, das nimmt man schon ernst. Und da muss man natürlich gucken, die Grünen haben viele Fehler jetzt gemacht. Sie sind angekommen in der Realität. Man guckt genauer hin. Und insofern kann man eigentlich auch sagen, jetzt wird es erst richtig spannend. Der Wahlkampf, der Bundestagswahlkampf, der beginnt ja jetzt erst. Ja, vielen Dank, Tina Hassel nach Berlin. Und damit gehen wir in den Süden Sachsen-Anhalts nach Mücheln zu Sven Knobloch. Hier in Mücheln wird weiterhin ausgezählt. Man sieht hinter mir die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die jetzt gerade die Stimmumschläge aufgemacht haben und die Wahlscheine zählen. Ein Ergebnis, was man in Zahlen ausdrücken kann, liegt hier noch nicht vor. Aber es gibt so eine Tendenz, die man ablesen kann. Man sieht vielleicht die Haufen, die gebildet wurden auf dem Tisch von den Stimmzetteln. Da gehört der größte eindeutig zur CDU, dann kommt die AfD und dann die Linke. Und das ist vielleicht deshalb bemerkenswert, weil diesen Wahlkreis vor 5 Jahren die AfD noch gewonnen hat, die auch das Direktmandat geholt hat, hier die meisten Stimmen hatte. Dieses Mal scheint es so zu sein, dass die CDU eindeutig der AfD hier wieder Stimmen abjagen konnte. Bei mir ist auch weiterhin der Wahlleiter und gleichzeitig Bürgermeister von Mücheln, Andreas Markgraf. Herr Markgraf, aus Ihrer Sicht, wie läuft der Wahltag, der Wahlabend bis jetzt? Für uns hier im Briefwahllokal recht gut. Wir haben ja aufgrund der Anzahl der Briefwähler unser Team erhöht, also Manpower dazugeholt. Und wir sind richtig gut dabei und ich bin guter Hoffnung, dass wir doch heute nicht ganz so lange zählen müssen. Sie sind ja auch für die anderen Wahllokale hier zuständig. Wie sieht es mit der Wahlbeteiligung aus? Und auch ansonsten ist alles glatt gelaufen? Meine letzte Hochrechnung war vor 18 Uhr, aber natürlich von allen. Da waren wir bei knapp 60%. Das lässt mich hoffen, dass wir doch über 60% kommen. Das erste Wahllokal ist gerade sogar schon ausgezählt bei uns. Werden wir jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich bin guten Mutes. Wie geht es jetzt weiter über den Abend hier? Es kommen jetzt die ganzen Wahllokale zu uns, geben ihre ganzen Unterlagen ab. Wir müssen das Ergebnis überprüfen, die Wahlniederschriften überprüfen. Und wir müssen noch zählen oder werden natürlich auch noch zählen. Und wir hoffen, dass es kein so langer Abend wird. Vielen Dank, Herr Markgraf. Weiter frohes Schaffen.
Also, was sich hier festhalten lässt, das Landesergebnis spiegelt sich auch hier in Müchen so ein bisschen wider. Die CDU scheint hier eindeutig die stärkste Kraft zu sein, scheint der AfD Stimmen abgenommen zu haben. Es wird allerdings noch dauern, bis hier alles ausgezählt ist und es hier ein Ergebnis gibt. Eben auch durch den hohen Anteil der Briefwählerstimmen, 1000 Briefwählerstimmen, mehr als 1000 Briefwählerstimmen, muss das Wahllokal hier bewältigen, im Gegensatz zu 400 bis 500, die sie normalerweise auszählen müssen. Also da liegt vor den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern hier in Müchen noch eine ganze Menge Arbeit. Und damit zurück ins ARD-Wahlstudio. Ja, Einblicke aus Müchen im Süden Sachsen-Anhalts. Vielen Dank, Sven Knobloch. Und damit gehen wir zu Isabel Hartung bei der CDU. Ja, Tino Sorge ist bei mir. Tino Sorge, woran hat es gelegen? 36%, ein sehr, sehr gutes Ergebnis für die CDU, kaum erwartet. Woran hat es gelegen? Ja, wir haben natürlich einen fulminanten Wahlkampf-Endspurt hingelegt. Das lag sicherlich auch an Rainer Haseloff, an dem Ministerpräsidenten, an dem Landesvater, der auch viele sicherlich noch mal überzeugen konnte. Und wir freuen uns heute Abend erstmal über dieses wirklich super Ergebnis für die CDU. Und das können wir, glaube ich, auch mal so stehen lassen. Welche Konstellation würden Sie sich für die nächste Koalition in Sachsen-Anhalt wünschen? Na, wenn sich die Prognosen jetzt bewahrheiten sollten, gibt es ja durchaus mehrere Optionen. Einmal die Deutschland-Koalition beispielsweise oder Kenia-Koalition. Aber heute Abend freuen wir uns, wie gesagt, erstmal, werden das genau analysieren, dann werden Gespräche geführt und da, wo es die meisten Schnittmengen gibt, wo wir auch als CDU am meisten bewegen können fürs Land, dafür werden wir uns dann entscheiden. Vorausgesetzt, die Basis, also unsere Mitglieder, stimmen dann diesem Koalitionsvertrag zu. Vielen Dank, Tino Sorge, und damit zurück ins Studio. Ja, danke schön, Isabel Hartung bei der CDU. Und damit gehen wir jetzt zu Stefan Bernstein. Das ist unser Bürgerreporter in Magdeburg und hat mit Bürgern darüber gesprochen, wie sie die Wahlergebnisse sehen. Wiebke, grüß dich. Ja, ich habe einfach versucht, hier in Magdeburg mal so ein paar Passanten anzusprechen und so eine Reflexion zu bekommen auf dieses erste Ergebnis, das wir da gehört haben, auf die Prognose. Das ist gar nicht so leicht. Ziemlich viele Leute drehen sich weg. Aber eine junge Dame konnte ich erweichen. Ulrike Schmidt aus Magdeburg, einen schönen guten Abend. Hallo. Sie sind ja gerade dabei, so ein bisschen ein entspanntes Feierabendbier sozusagen zu trinken. Über das Smartphone auf diese Prognose. Wie geht es Ihnen mit diesem Ergebnis? Ich bin auf jeden Fall froh, dass die AfD weniger Punkte hat als beim letzten Mal. Jede Stimme gegen die AfD ist eine gute Stimme, meiner Meinung nach. Ja. Was befürchten Sie, Ulrike, wenn es eine noch stärkere AfD geworden wäre? Die Befürchtung war natürlich da, dass die CDU sich da ja, Verbindungen sucht, sozusagen, dass sie vielleicht eine Koalition anstreben, dann doch. Ja. Stehen verschiedene Optionen der Zusammenarbeit im Raum. Es würde mit Stand jetzt auch dazu reichen, einfach politisch so weiterzumachen mit der Kenia-Koalition. Wie würde es Ihnen damit gehen? Damit würde es mir eigentlich ganz gut gehen, ja. Also solange die Grünen mit dabei sind, fühle ich mich auf jeden Fall vertreten. Mhm. Genau. Warum sind Ihnen die wichtig, die Grünen und Ihre Beteiligung? Weil die Grünen für mich oder sich für die Fahrradmobilität einsetzen, was mir ganz wichtig ist. Also ich bin auch mit dem Fahrrad hier heute. die Digitalisierung der Schulen, der Umweltschutz, ganz großes Problem auch für ganz Sachsen-Anhalt. Also es braucht aus Ihrer Sicht auch in der neuen Regierung eine grüne Beteiligung. Auf jeden Jetzt Fall. Gibt es ja durchaus auch die Konstellation, dass es dann nicht mehr die Grünen sind, sondern dass man sich dann die FDP vielleicht auch als Koalitionspartner dazu nimmt, die ja deutlich eher auch auf wirtschaftsliberale Themen setzt. Wie ging es Ihnen damit? Ich würde die Grünen bevorzugen. Ja. Hätten Sie Angst, dass die Umweltthemen ins Hintertreffen geraten? Zu einem gewissen Grad schon. Also ich glaube, die Klimakrise ist allen Parteien bewusst. Bin ich mir ziemlich sicher, aber ich denke, da sind die Grünen doch ein bisschen erfahren. Ein technisches Problem, Sie haben es selbst gesehen. Stefan Bernstein war das, unser Bürgerreporter. Und damit gebe ich jetzt zu Markus Spieker. Bei ihm ist Markus Kurze von der CDU. Also ich glaube schon, dass alle Aspekte eine Rolle gespielt haben, aber wir haben sicherlich auch einen guten Wahlkampf hingelegt mit unserem Ministerpräsident und uns als Union im Rücken als Stabilitätsanker für unser Land. Jetzt gibt es ja mehrere Koalitionsalternativen. Haben Sie denn schon eine Präferenz? Deutschland, Kenia, Jamaika, die nach Befragung, die Wähler wollen wohl am liebsten eine Deutschland-Konstellation. Ich bin erstmal froh, dass wir so stark abgeschnitten haben und jetzt mehrere Verhandlungsoptionen haben. Und die werden wir sicherlich auch nutzen, ja, ausgiebig. Aber mein Herz schlägt natürlich wirklich für die Deutschland-Koalition. Die würde unser Land sicherlich weiter voranbringen. Aber es muss natürlich vernünftig ausgehandelt werden. Schönen Dank, Herr Kurze. Bitte schön.
Ja, da ist er auf der Seite seiner Wählerinnen und Wähler. Ich wollte Ihnen noch mal einen anderen Blick auf diesen Wahlabend ermöglichen. Ist ja immer die Frage, war das jetzt bundespolitisch beeinflusst? Hat die Landespolitik die Wahl entschieden? Es gibt eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit zu vergleichen, welche Rolle das gespielt hat. Wir gucken uns einfach mal die bundespolitische Stimmung, die Umfragen im Bund am Wahltag 2016 in Sachsen-Anhalt und heute an und schauen einfach mal, wie der Trend ist. Und wenn wir das für die Union tun, dann sehen wir, der Trend geht steil nach unten, minus 12 Punkte auf Bundesebene. Und die Union legt hier 5 bis 6 Punkte zu. Also das kann kein bundespolitischer Trend sein, das muss landespolitischer Rückenwind sein. Bei der SPD, da sind wir im Bundestrend, Verluste auf Bundesebene und hier im Land auch. Bei der AfD gibt es keine Veränderung im Bund. Bei der FDP sind wir ebenfalls im Bundestrend. Da geht es nach oben im Land und hier auch. Bei der Linken Abwärtstrend, das stimmt wieder überein. Und bei den Grünen weicht das hier deutlich vom Trend ab. Steil nach oben auf Bundesebene und nur leichte Zugewinne hier. Also die Niederlage, nein, kann man nicht sagen. Die geringen Verluste der Grünen sind eindeutig landespolitischer Gegenwind zu einem bundespolitischen Trend. Und der CDU-Erfolg hat ein breites landespolitisches Fundament. Vielen Dank, Jörg. Und wir haben ein Statement für Sie von Florian Sachs. Ja, es ist schwer zu sagen, was man daraus mitnehmen kann. Man sieht den gleichen Trend wie bei den letzten Landtagswahlen, dass die stärkste Fraktion deutlich hinzugewonnen hat, wahrscheinlich auch im Kampf gegen die AfD. Und wie man in dieser Polarisierung wirklich sichtbar werden kann, ich glaube, das ist für alle Parteien abseits dieses Kampfes eine große Frage. Macht es noch Spaß, Sozialdemokrat zu sein? Also für mich, und ich denke, ich spreche da für viele, sind es die Inhalte und der Kampf für soziale Gerechtigkeit, der uns ausmacht. Es ist natürlich schmerzhaft, dass man das der SPD auch nicht mehr so zutraut, wie das in der Vergangenheit einmal war. Aber ich denke, wir wollen alle dafür kämpfen, dass es wieder dazu kommt. Was würden Sie denn sagen? Also mit drei Worten, warum muss man die SPD wählen? Ich denke, die SPD tritt glaubwürdig für soziale Gerechtigkeit ein. Sie hat in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Mit drei Worten wird das schwer. Aber es ist eine komplizierte Situation und wir müssen weiter kämpfen. Aufgeben ist keine Option. Und Sie werden aber auch weitermachen? Also so, dass man dann sagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, so weit geht's nicht? Nein, ich bin überzeugt von den Inhalten der SPD. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat. Und es gibt keine Option, damit aufzuhören. Mir tut es jetzt fast ein bisschen leid, in Wunden zu bohren, aber das, was er gerade gesagt hat, Herr Kotz, dass die SPD glaubwürdig für soziale Gerechtigkeit eintrete, das ist eindeutig nicht die Meinung der Wählerinnen und Wähler. Wir fragen das ja bei jeder Landtagswahl. 17% halten die SPD noch für die Partei der sozialen Gerechtigkeit, minus 9. Das ist der zweitschlechteste Wert, den wir je gemessen haben. Ich habe einen schlechteren noch, der ist aus Thüringen 2019. Also das ist wirklich ein Tiefpunkt für die SPD. Und diese Frage der sozialen Gerechtigkeit, die eben wirklich der Markenkern der Partei ist, das sieht man auch an dieser Kurve. Das ist aber jetzt kein Sachsen-Anhalt-Phänomen. Ich habe die Linke noch dabei, die ist im gleichen Fahrwasser. Es ist kein Sachsen-Anhalt-Phänomen, dass diese Kurve bei der sozialen Gerechtigkeit absackt, dass sie dort Boden verliert, sondern es ist etwas, was wir bei den letzten Landtagswahlen in Baden-Württemberg zum Beispiel auch ganz stark gesehen haben. Und allein durch starke Ministerpräsidentinnen wie Frau Dreyer gelingt es dann am Ende mit ganz kleinen Verlusten aus der Wahl rauszukommen. Das ist einfach das Fahrwasser, in dem die SPD gerade ist. Das sind bittere Aussichten, muss man wirklich sagen. Wir sagen schon mal ein kleiner Hinweis darauf. Gleich wird es hier die Berliner Runde geben mit Tina Hassel. Und wir haben vorher aber noch einmal die wichtigsten Töne des Abends für Sie zusammengefasst. Ole Hilgert. Erleichterung bei der CDU. Amtsinhaber Rainer Haseloff bleibt mit seiner Partei stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt und ist der Wahlgewinner. Der Trend ist klar. Wir haben die Wahl gewonnen. Und das ist gut so, weil damit auch ein klares Signal gesetzt wurde, wo die Mitte in Sachsen-Anhalt ist und was die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich wollen. Die AfD landet erneut auf Platz 2, wohl mit leichten Verlusten. Ich bin erstmal grundsätzlich zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich wirklich sagen, weil ich ja vorher auch eingeschätzt habe, dass das Land konservativ wählt. Das hat es getan, auch diesmal wieder. Enttäuschung bei der Linkspartei. Sie bleibt deutlich hinter den Ergebnissen von 2016 zurück. Sicherlich muss man parteiintern darüber reden, was kann anders laufen, was muss vor allem bis zur Bundestagswahl anders laufen. Das ist unser Auftrag, das ist auch mein persönlicher Auftrag.
Auch die Sozialdemokraten hatten sich mehr erhofft, sind aber offen für Gespräche. Nach dem Wahlerfolg von Rainer Haseloff, und es ist tatsächlich seiner, das möchte ich noch mal betonen, auch in Abgrenzung zur AfD, und ich hoffe, dass er da auch weiterhin standhaft bleibt, glaube ich, wird es an ihm liegen, zu Gesprächen aufzufordern. Und ich sage ganz deutlich, für Gespräche unter Demokraten stehen wir zur Verfügung. Die Grünen können offenbar nicht vom starken Bundestrend profitieren. Wir haben hinzugewonnen, auch wenn wir natürlich uns noch stärkere Zuwächse gewünscht hätten. Aber ich glaube, es zeichnet sich ab, dass mehr Menschen auch in Sachsen-Anhalt Klimaschutz für wichtig halten. Gelöste Stimmung bei der FDP. Die Liberalen schaffen nach 10 Jahren wohl den Wiedereinzug. Ich danke euch allen für den unglaublichen Einsatz in den letzten Monaten. Wir haben das zusammen geschafft. Wir sind wieder eine Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Enttäuschung, Jubel und Erleichterung. Der Wahlabend in Sachsen-Anhalt, er bleibt spannend. Ja, und er ist noch ein paar Stunden lang, aber ich glaube, es gibt jetzt noch wichtige Zahlen von deiner Seite. Genau, eine Hochrechnung mit Beipackzettel. Eigentlich würde ich jetzt um 7:15 sagen, die Hochrechnung ist fortgeschritten, aber aus Corona-Gründen dauert das etwas länger und wir haben, muss man sagen, fast keine Briefwahlergebnisse bisher. Das geht als Schätzung in die Hochrechnung ein. Die kann super sein, aber die kann am Ende auch zu Verschiebungen führen. Also, dritte Hochrechnung. Die CDU 36,2, AfD 22,5, Linke 10,9, SPD 8,4, Grüne jetzt nur noch 6,2. Da wäre im Moment die FDP vorbeigezogen, 6,5 und die anderen Parteien 9,3. Heißt, im Landtag in Magdeburg teilen sich 6 Fraktionen mindestens 83 Sitze, mit deutlichem Abstand CDU-stärkste Kraft 33, AfD 20, Linke 10, SPD 8, Grüne 6 und FDP auch 6. Und jetzt kommt wieder das Kuchentortenspiel, wer mit wem. Diese Torte hier ist eigentlich für den restlichen Verlauf die spannende und interessante. Das ist eine kleine Koalition aus CDU und SPD. Sie hätte im Moment ein Mandat zu wenig. 42 braucht man, 41 sind's. Ist also durchaus je nach Verschiebung der Zahlen noch denkbar. Auf jeden Fall geht Kenia mit der im Moment größten Mehrheit der Torten, 47 Mandate. Es geht auch Deutschland mit ebenfalls 47 Mandaten und es geht Jamaika mit nur 45 Mandaten, aber auch das wäre eine Regierungsmehrheit. Das war der Wahlabend hier aus dem ARD-Wahlstudio, aber er geht natürlich gleich weiter mit Tina Hassel in Berlin. Wir sagen erst einmal danke für Ihr Interesse und wir entschuldigen uns für die Tonprobleme, die Ihnen möglicherweise aufgefallen sind. Jetzt aber, wie gesagt, nach Berlin zur Berliner Runde bei Tina Hassel, die Spitzenpolitiker der im Bundestag vertretenden Parteien zu den Wahlergebnissen dieses Abends. Machen Sie es gut. Ja, danke, Wiebke Binder. Ja, es ist der letzte Stimmungstest vor einer ganz besonderen Bundestagswahl. Zum ersten Mal seit langem muss die Union ohne Kanzlerbonus, ohne Angela Merkel als Zugpferd antreten. Die Karten werden also neu gemischt. Es dürfte also spannend werden, wenn wir jetzt fragen, welche Auswirkungen die Wahl in Sachsen-Anhalt für den Bundestagswahlkampf hat. Herzlich willkommen zur Berliner Runde mit den Vertretern und Vertreterinnen aller 7 im Bundestag vertretenden Parteien. Und damit das nicht zu einer reinen Herrendiskussion wird, haben sich die Grünen und die Linke entschieden, jeweils ihre Fraktionsvorsitzenden zu schicken. Herzlich willkommen erstmal an alle hier in der Runde. Und wir fangen mit dem Gewinner an dieser Landtagswahl. Paul Ziemiak, die Sorge, Sachsen-Anhalt könnte unregierbar werden, ist ausgeblieben. Und stattdessen gibt es jetzt einen großen Erfolg von Rainer Haseloff. Und das betone ich, denn Rainer Haseloff tritt bekannterweise ja im Herbst in der Bundestagswahl nicht mehr an. Und da muss die CDU ohne Amtsbonus antreten. Was bedeutet dieses Ergebnis heute?
Ja, es ist ein toller Tag für die CDU in Sachsen-Anhalt, aber es ist auch ein großartiger Tag für die CDU Deutschlands. Und deswegen bin ich einfach froh, dass das, was sich Rainer Haseloff mit seinem ganzen Team und auch gemeinsam mit uns in der CDU Deutschlands vorgenommen hat, nämlich einen Wahlkampf in der Mitte zu führen, klar über die Probleme der Menschen zu sprechen, auch über den sozialen Ausgleich beim Strukturwandel, dass das dazu geführt hat, dass wir heute ein unglaublich gutes Ergebnis eingefahren haben. Also danke allen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen. Und genau in diesem Punkt gibt es die große Gemeinsamkeit zwischen Rainer Haseloff und Armin Laschet. Die Probleme der Menschen ernst nehmen, Menschen zusammenführen. Auch in der Frage beispielsweise des Strukturwandels durch Klimaschutz, auch den sozialen Ausgleich zu schaffen, das führt dazu, dass Menschen einem vertrauen. Und insofern ist das unglaublich viel Rückenwind für uns, auch für Armin Laschet, für die Bundestagswahl. Markus Blume, Ministerpräsident Haseloff hatte zunächst auf Markus Söder gesetzt. Jetzt ist es ein fulminantes Ergebnis. Hätte Markus Söder mehr geholt oder wäre der ganze Streit gar nicht nötig gewesen? Der heutige Tag zeigt doch, dass die Union in Geschlossenheit stark ist. Es haben sich viele engagiert in diesem Wahlkampf, aber am Ende muss man ganz klar sagen, es war Rainer Haseloff, der das aus eigener Kraft gewuppt hat. Und dazu die herzlichsten Glückwünsche an ihn. Es hat sich aber auch gezeigt, dass die Union erstens Stabilitätsanker ist, aber zweitens auch Bollwerk gegen Rechtsradikale. Das war, glaube ich, gerade bei dieser Wahl ein ganz, ganz wichtiges Signal. Sie haben aber jetzt noch mal betont, aus eigener Kraft hat Herr Haseloff das gemacht. Aber gehen wir weiter zu den Grünen. Frau Katrin Göring-Eckardt, Sie sind in dieser Runde, das muss man mal betonen, die einzige Ostdeutsche. Und wir müssen feststellen, dass Ihre Partei zwar zugelegt hat, aber längst nicht so wie erwartet. Also der Traum der Zweistelligkeit, der ist geplatzt. Und kann man wirklich den Anspruch haben, einen Kanzler, eine Kanzlerin zu stellen, wenn man in Ostdeutschland doch solche Schwierigkeiten hat? Also erstmal haben wir zugelegt und das ist ein ordentliches Ergebnis, auch wenn wir, da haben Sie recht, uns da mehr erhofft hätten. Und wenn man sich die Bundestagswahl anschaut, dann muss man sagen, da geht es um Neustart nach der Pandemie mit Wohlstand und den Veränderungen, die wir brauchen, um rauszukommen aus der Klimakrise. Das ist was anderes, da ist alles drin, das muss man ganz klar sagen. Und trotzdem ist es natürlich auch so, dass wir uns in Ostdeutschland in diesen Bundestagswahlkampf hineinwerfen werden. Bei mir zu Hause in Thüringen genauso wie in allen anderen ostdeutschen Bundesländern. Die Klimakrise macht ja nicht Halt vor Ost oder West. Ja, dort geht es nicht so gezogen, die Klimakrise. Genau, und dann wäre die Frage, hat Ihre Partei genug andere Themen, um eben in der Fläche oder im Osten wirklich auch zu punkten? Ich glaube, dort geht es natürlich auch um zukunftsfähige Arbeitsplätze. Dort geht es darum, dass wir im ländlichen Raum dafür sorgen, dass die Verkehrsanbindung stimmt, die Gesundheitsversorgung, dass in Infrastruktur gerade für Kinder investiert wird. Das wird die Aufgabe sein. Und vielleicht kann man auch so sagen, wir haben in Ostdeutschland 30 Jahre und nicht 40 Jahre Bündnis 90 Die Grünen. Und in 10 Jahren wird das dann vielleicht da auch noch mal anders aussehen. Gut, das ist ein langer Atem. Den haben das wir. Wird bis September jetzt nicht sein. Aber ich gebe mal weiter, Volker Wissing. Die FDP ist zurück und Sie mit einem wirklich respektablen Ergebnis. Sie könnten sogar als Liberale die Grünen aus der Landesregierung vertreiben. Das wird ja heute schon auch den ganzen Tag über diskutiert. Wäre das Ihr Ziel? Zunächst einmal freuen wir uns über das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Die FDP, die Freiheit im Namen trägt, ist in einem ostdeutschen Bundesland wieder in den Landtag eingezogen. Dort gehören wir auch hin. Und wir freuen uns über diesen deutlichen Zuwachs. Und für uns ist das erstmal ein guter Tag für eine Partei, die den Anspruch hat, eine gesamtdeutsche liberale Partei zu sein. Dann verkneifen Sie mir aber, oder ich verkneife mir jetzt nicht die Nachfrage, sehr viel von dem Comeback der FDP hat mit Ihrer Kritik an Corona zu tun. Wie nachhaltig sind Sie denn zurück, wenn alle mal geimpft sind und die Krise, die Corona-Krise hoffentlich dann im Herbst halbwegs abflaut? Wir haben in Sachsen-Anhalt einen sehr inhaltsreichen Wahlkampf geführt. Die Themen waren keinesfalls nur die gegenwärtige Corona-Pandemie. Es ging sehr stark auch um die Frage, wie kann man ländliche Räume infrastrukturell anbinden. Wie soll die Landwirtschaftspolitik der Zukunft aussehen? Welche Perspektive haben Menschen im ländlichen Raum? Das waren die Themen, auf die ich dort angesprochen worden bin. Und auch die Modernisierung des Landes, Digitalisierung vorantreiben, Modernität in die Fläche bringen. Das waren die Themen, die die Menschen dort bewegt haben, die unsere Veranstaltungen besucht haben. Und natürlich auch die Sorge um mittelständische Wirtschaftsstrukturen. Wie geht es weiter nach dieser Pandemie? Also nicht nur Corona, sagen Sie jetzt, ja?
Genau. Dann gucke ich weiter zur meiner Rechten zu Lars Klingbeil. Als Vertreter der SPD können Sie heute ja eigentlich nur mit einem relativen Kloß im Hals jetzt in diese Runde kommen. Denn einstellig und wie wir es gehört haben, das drittschlechteste Ergebnis einer Landtagswahl. Und das, obwohl die SPD mit ihren Kanzlerkandidaten und einem Programm so früh auf dem Platz war. Auf welche Joker warten Sie noch? Also Sie haben recht, das ist alles andere als ein gutes Ergebnis. Wir wussten, dass es schwierig wird. Wir hatten gehofft, dass wir das Ergebnis vom letzten Mal halten können. Das hat leider nicht funktioniert. Und ich habe es gerade auch schon gesagt, ich gratuliere Herrn Haseloff, der das geschafft hat, jetzt gerade in den letzten Wochen ja eine Polarisierung auch zur AfD herzustellen. Und das war glaube ich, so, und das betrifft ja einige Parteien hier, dass am Ende dann viele gesagt haben, wir wollen nicht, dass die AfD stärkste Kraft wird. Wir geben Herrn Haseloff die Stimme. Das haben wir auch schon bei vorangegangenen Wahlen in Brandenburg gesehen. Da war es dann Dietmar Woidke, auf den sich alles konzentriert hat. Aber klar ist, das ist kein gutes Ergebnis für uns, das ist ein gutes Ergebnis für die Union. Ich glaube nur, dass es für die Bundestagswahl, dass der heutige Tag für die Bundestagswahl weder für Herrn Laschet noch für Frau Baerbock noch für die SPD etwas aussagt. Da werden die Karten in 112 Tagen gemischt und da ist noch viel Strecke. Ja. Und ich glaube, niemand lehnt sich jetzt zurück oder niemand gibt eine Wahl verloren, die in 112 Tagen ist. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet von Ihnen, Herr Klingbeil, dass Sie eine Wahl verloren geben. Aber nochmal konkret gesagt, 65% der Befragten in Sachsen-Anhalt sagen, wir wissen nicht mehr, wofür die SPD überhaupt steht. Und das nochmal, obwohl Sie sehr früh mit einem Programm an den Start gegangen sind. Das muss Sie doch alarmieren. Genau. Aber auf der anderen Seite sagen 30% heute, und das ist mehr als Baerbock und Laschet zusammen, dass Olaf Scholz der richtige Kanzler ist für dieses Land. Also in Sachsen-Anhalt war das heute die Umfrage. Nochmal, es geht jetzt um die Frage bei der Bundestagswahl, eine Frage, die wir sehr stark gemacht haben, 12 Euro Mindestlohn. Es geht um 400.000 neue Wohnungen. Es geht um die Frage, wie kann man Klimaschutz und industrielle Zukunft verbinden. Es geht um stabile Renten. Es geht um die Kindergrundsicherung. Welche Konsequenzen ziehen wir aus der Pandemie? Aber das Rennen geht doch jetzt erst los mit der Bundestagswahl. Da haben wir unsere Themen, wir haben das Programm, andere Parteien arbeiten da noch dran. Und jetzt gucken wir mal, wie die Polarisierung die nächsten Wochen dann auf Bundesebene ist. Thomas Baumann, ja. Bei der letzten Landtagswahl, das war mein Kollege, um das nur einmal zu erklären, Entschuldigung natürlich, Herr Baumann. Bei der letzten Landtagswahl war die AfD aus dem Stand auf über 24% gekommen. Jetzt ist sie schon da und hat weniger eingeholt. Und Jörg Meuthen sagt schon, das muss man nacharbeiten. Denn es wäre kein so gutes Ergebnis gewesen, wenn man sieht, dass die Konkurrenz durchaus auch nicht nur stark war. Also lässt die AfD auch im Osten nach? Ist der Zenit überschritten? Wir haben ja praktisch genauso viel wie beim letzten Mal. Es gibt am heutigen Abend nur zwei starke Parteien. Das ist die CDU, das muss man zugeben, und die AfD. Alle anderen sind in gewisser Weise verzwergt. Das ist passiert. Wir sind fast dreimal so stark wie die SPD. Wir sind fast viermal so stark wie die Grünen und wie die FDP. Also haben wir hier unsere Position gut behauptet. Unsere Themen war den Wählern wichtig. Wenn man mal guckt, wie das insgesamt aussieht, dass mit CDU und AfD 65% nahezu nicht links, nicht grün wollen, dann ist das ein klares Signal auch für die Bundestagswahl. Hier zumindest im Land und heute Abend in der Wahl gibt es zwei große Volksparteien und eine davon ist die AfD. Das werden wir noch weiter diskutieren, aber wir wollen erstmal alle in dieser Reihe auch zu Wort kommen lassen. Und deshalb gucke ich jetzt zu der Linken, Frau Mohamed Ali. Die große Volkspartei des Ostens war mal die Linke. Jetzt ist es so, dass sie noch mal gerutscht sind, zwar noch zweistellig, aber sie kommen von 16%, hatten mal deutlich über 20. Und ihre Spitzenkandidatin Eva von Angern hatte die Devise ausgegeben, sie spielt auf Sieg. Muss man sagen, dass die einzige Kümmererpartei sich nicht mehr genug kümmert? Wir sind natürlich mit diesem Wahlergebnis nicht zufrieden. Aber Sie haben es auch gesagt, wir sind noch zweistellig. Wir haben es geschafft, drittstärkste Kraft zu bleiben in Sachsen-Anhalt. Und ich bin der Auffassung, dass unsere Spitzenkandidatin Eva von Angern da wirklich einen sehr guten Wahlkampf hingelegt hat. Natürlich müssen wir uns jetzt fragen, woran das gelegen hat. Ich glaube, dass wir das wirklich gut analysieren müssen als Partei. Aber ich glaube auch, dass die Situation jetzt in der Corona-Zeit es für uns auch etwas schwieriger gemacht hat. Aber nochmal, Sie waren die
Ostpartei. Ja. Und Sie sind es jetzt nicht mehr. Das kann man ja festhalten. Woran liegt das? Also Frau Wagenknecht sagt, es ist zu viel Lifestyle-Linke jetzt da. Kümmern Sie sich nicht mehr genug oder haben Sie andere Antworten darauf? Also ich bin in der letzten Woche im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt selber gewesen und ich habe da wirklich sehr, sehr viele engagierte Genossinnen und Genossen gesehen, die Wahlkampf gemacht haben, die nach wie vor auch ansprechbar sind, die Bürgersprechstunden haben, Beratungen haben für die Menschen vor Ort. Also das findet nach wie vor statt. Aber selbstverständlich haben wir, das ist einfach die Wahrheit und das kann man nicht beschönigen, hier deutliche Verluste erlitten. Das ist so. Aber ich möchte jetzt noch mal sagen, ich denke, dass es auch schon an der Gesamtkonstellation ein Stück weit liegt. In der Krise, das ist ein Stück weit die Stunde der Regierung. Da konnte die CDU natürlich jetzt wirklich sich sehr, sehr gut nach vorne tun. Und es gab diese starke Polarisierung zwischen CDU und AfD. Die Frage, wer jetzt stärkste Kraft wird, wo man ja im Nachgang sehen muss, das ist vielleicht in der Darstellung doch nicht so ganz Realität gewesen, dass es da ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab. Das waren Situationen, von denen wir jetzt als Linke nicht so profitieren konnten. Und im Wahlkampf ist es so gewesen, wir konnten sozusagen zum Ende hin erst den Wahlkampf machen, wie wir es gewohnt sind und auf die Menschen zugehen, mit den Menschen in Kontakt kommen. Das war einfach schwieriger in der Situation. Die Polarisierung haben jetzt viele hier genannt als einen Grund, dass wirklich noch mal so viele Menschen sich hinter Ministerpräsident Haseloff vereint haben. Herr Ciemiak, im Vorfeld war ja viel darüber gesprochen worden, ob die Brandmauer bei der CDU nach rechts steht. Da gab es überhaupt keine Zweifel bei dem Ministerpräsidenten, auch nicht bei der Bundes-CDU. Aber schon die beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden auf der Landesliste Platz 3 und Platz 4, die wollen nach wie vor eine Koalition oder eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausschließen. Also ist das die Brandmauer, die Sie sicher und feste meinen? Die Brandmauer steht sowohl auf Bundesebene, Sie haben es gesagt, als auch in Sachsen-Anhalt. Das hat Rainer Haseloff, auch Sven Schulze, der Landesvorsitzende, klar gesagt. Es ging tatsächlich in der Endphase um die Frage, bleibt Sachsen-Anhalt stabil in der Mitte? Mit der Frage, wie schafft man den Strukturwandel? Wie setzt man auf neue Technologien? Wie schafft man und sichert man Arbeitsplätze? Und grenzt sich klar ab nach rechts. Das ist gelungen, auch in der Kommunikation. Und deswegen sind wir da das Bollwerk gegen rechts. Das hat sich in dieser Landtagswahl nochmal ganz klar gezeigt. Wir haben sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler von uns überzeugt, ein wirklich historisch fast gutes Ergebnis der CDU. Ich freue mich für die FDP. Das hat in Umfragen auch nicht jeder in den letzten Wochen vorausgesehen. Die Grünen hingegen lagen bei 13, 14, 15% am Ende jetzt gleich auf mit der FDP. Und von den anderen brauche ich nicht zu sprechen. Die AfD verliert. Die CDU ist die Partei, die am stärksten gewonnen hat. Und es ist ein großer Sieg der CDU in Sachsen-Anhalt. Das ist unstrittig so, Herr Ciemiak. Aber lassen Sie mich trotzdem noch mal nachfragen. Immerhin, der Vizefraktionschef hat auf Ihren Tweet, als Sie gesagt haben, es ist irre, mit der AfD in irgendeiner Form zusammenzugehen, gesagt, wieso ist Herr Ciemiak ein Arzt oder was sagt der irre? Und er hat auch gesagt, das ist nicht mein Generalsekretär. Was sagen Sie denn dazu? Das ist jetzt schon Jahre her. Dieser klare Kurs steht. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD in keinster Form. Und ich kann es gerne hier in der Sendung nochmal wiederholen. Wenn jemand mit der AfD koalieren will, dann halte ich das als Christdemokrat mit unseren Grundsätzen für irre. Und wenn jemand die CDU wählt, kann er sich darauf verlassen, keine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen von der AfD und anderen. Wir sind für eine Politik der Mitte, die vernünftig zuhört, welche Probleme die Menschen haben, die den sozialen Ausgleich mit in der Agenda hat, wenn es um den Strukturwandel geht. Das ist uns ganz wichtig und deswegen freue ich mich jetzt auf den Bundestagswahlkampf. Letzte Frage noch mal zu der Landtagswahl und dann reden wir nur noch über den Bundestagswahlkampf. Geht noch mal an Sie, Frau Katrin Göring-Eckardt, und zwar nicht, weil es die Grünen betrifft, sondern noch mal, man muss es ja sagen, Sie sind die einzige Ostdeutsche in dieser Runde und es ist ja auch noch mal wichtig, da Ihre Kompetenz einzuholen. Deshalb die Frage, wenn in Ostdeutschland knapp ein Viertel der Wähler das Kreuz bei der AfD macht, dann ist es doch einfach auf Abgrenzung zu setzen, die nicht die richtige Antwort auf sowas. Was wäre die Antwort Ihrer Partei? Doch, ich glaube, bei der AfD muss man auf Abgrenzung setzen. Die AfD hat sich immer weiter radikalisiert. Es ist eine rechtsradikale Partei, das kann man nicht anders beschreiben. Ich glaube allerdings, auf der anderen Seite kommt es natürlich auch darauf an, wie man auf Ostdeutschland blickt. Also ist es irgendwie der Teil des Landes, wo immer Krise ist, oder ist es der Teil des Landes, wo sich was entwickelt?
ist es der Teil des Landes, wo eine große Transformation schon mal stattgefunden hat, gemeistert worden ist von vielen Menschen da, die vor 1989 geboren sind, in die Schule gegangen, dort gearbeitet haben. Und es wäre ja eine riesige Chance, jetzt aus der Pandemie heraus die Krisenbewältigung, die Bewältigung der Klimakrise auch daran zu messen, dass man Ostdeutsche fragt, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Dass so wenige ostdeutsche Eliten bundesweit eine Rolle spielen, kommt dazu. Und ich finde es wenig sinnvoll, den Osten abzustempeln, als das sind doch die, sondern hinzugucken, was sind die Erfahrungen, die wir gesamtdeutsch nutzen können. Das wäre jedenfalls das, was ich mir wünschen würde für die nächsten Monate. So, und jetzt Schnitt und jetzt gucken wir in der Tat auf all das, was jetzt beginnt, weil jetzt beginnt spätestens jetzt der heiße Bundestagswahlkampf. Die Karten werden neu gemischt, da waren wir uns zumindest alle jetzt an dem Tisch ja einig. Und deshalb an Sie, Herr Klingbeil, die Frage, welchen Joker wollen Sie jetzt über den Sommer spielen? Sie gehen, das ist die letzte Landtagswahl, mit einem wirklich sehr bitteren Ergebnis in diesen Sommer. Ja. Was ziehen Sie? Also ich wäre ein schlechter Generalsekretär, wenn ich hier heute den anderen verraten würde, ob wir einen Joker haben, wie der aussieht und was das ist. Naja, wir haben vor allem haben wir, also das ist heute keine gute Landtagswahl für uns gewesen. Die Landtagswahl davor, da war eine in Rheinland-Pfalz, die war gut für uns. Davor war eine in Hamburg, die war auch gut für uns. Also muss man jetzt auch einordnen, wir hatten erwartet, dass das keine gute Wahl für uns heute wird. Leider ist sie noch schlechter ausgefallen als gedacht. Und das ist etwas, was mich betrübt, aber wo ich jetzt auch für die Bundestagswahl keine Schlüsse draus ziehe. Bei der Bundestagswahl geht es um die Frage, wer folgt Angela Merkel ins Kanzleramt? Und da stehen gerade Herr Laschet, da steht Frau Baerbock, da steht Olaf Scholz. Mit den persönlichen Werten von Olaf Scholz bin ich zufrieden und die müssen wir jetzt auf die Partei übertragen. Aber ich sage Ihnen auch mal so einen Tag wie gestern, wo Olaf Scholz in London eine Einigung über eine globale Mindeststeuer herbeiführt. Also wo es Amazon und Google und Facebook und all diesen großen internationalen Digitalkonzernen, die sich bisher aus Verantwortung rausziehen, wo die endlich mal in die Verantwortung reingenommen werden, das ist ein großer Erfolg und den kann man nur haben durch internationale Vernetzung, durch Regierungserfahrung, auch dadurch, dass man beharrlich ist und nicht einfach nur schön reden hält. Und ich glaube, dass am Ende... Sie haben mir den Ball vors Tor gelegt. Deshalb noch mal ganz kurz in einem direkten Vergleich mit Blick auf Zahlen von Infratest DIMAP ist es so, würde im direkten Vergleich in der Tat Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock schlagen. Nur es zahlt nicht ein. Also müssten Sie nicht als Partei nur noch Olaf Scholz plakatieren und die SPD hinten anlassen? Wir freuen uns drauf, wenn es endlich losgeht, dass plakatiert wird. Und dann seien Sie sich mal sicher, da wird Olaf Scholz drauf zu sehen sein. Wir haben einen Kanzlerkandidaten, hinter dem die ganze Partei steht. Das ist ja bei der Union immer noch ein bisschen anders. Da gibt es noch ordentlich Widerstand. Aber Olaf Scholz, natürlich, es wird eine Personalisierung über drei Personen geben. Und das werden wir in dieser Bundestagswahl abbilden. Wir sind stolz auf unseren Kanzlerkandidaten. Das ist der Richtige und der genießt Vertrauen in der Bevölkerung. Und ich bin mir auch sicher, damit werden wir ein gutes Ergebnis erzielen. Herr Ziemiak oder Herr Blume, es betrifft nämlich beide. Die Union hat zumindest kein Programm. Das soll jetzt irgendwann erst kommen, anders als bei den anderen. Und einfach nur zu sagen, wir regieren gut, deshalb brauchen wir gar nicht so sehr ein Programm, funktioniert auch nicht. Das hat man in der Corona-Krise ja jetzt gesehen. Seit diesem Wochenende wird heftig darüber diskutiert, über die sogenannte neue Maskenaffäre, wo der Gesundheitsminister, so der Vorwurf, minderwertige Masken für Behinderte, Pflegeheime oder Hartz IV verteilt haben soll. Wenn sich das herausstellen und erhärten sollte, und ich frage Sie beide, wäre so ein Minister für ein christliches Menschenbild und Parteien, die das vorne anstellen, tragbar? Also es hat sich ja heute schon herausgestellt, dass diese Kampagne, so kann man es ja sehen, anstatt dass die SPD mal regiert, vernünftig regiert, sich um die Probleme des Landes in der Landesregierung kümmert, wird versucht mit relativ billigen parteipolitischen Tricks solche Falschbehauptungen in den... Du weißt aber schon, dass das der Spiegel war, dass das solche Falschbehauptungen, die SPD, und du weißt auch, dass es Sozialverbände und Wohlfahrtsverbände sind. Nein, das ist doch unredlich, ein Wahlkampf. Es ist doch unredlich, ein Wahlkampf zu unterstellen, wurde ich gefragt, der Spiegel und deswegen recherchiert will ich mal Jens Spahn Vorwürfe. Wieder Fakten ins Spiel bringen. Genau das ist gerne. Der Punkt. Danke, Frau Göring-Eckert. Es ist nervig, wenn falsche Dinge in den Raum gestellt werden, nur weil man glaubt, einen parteipolitischen Punkt zu machen. Heute hat das Ministerium auch dazu Stellung genommen.
Es ist so, dass niemals solche Masken an Pflegeeinrichtungen verteilt wurden und es auch nie vorgesehen war, minderwertige Masken, die nicht den gleichen Infektionsschutz geben wie andere Masken, an irgendwelche Einrichtungen zu verteilen. Das ist schlicht nicht wahr. Und deswegen haben wir alle eine sehr hohe Verantwortung in dieser Krise, aber wir haben auch jetzt eine sehr hohe Verantwortung, Dinge nicht falsch darzustellen. Das ist das, was mein Kenntnisstand ist. Und deswegen heißt es für mich, die Regierung sollte arbeiten in dieser Corona-Krise. Die Parteizentralen, die bereiten Wahlkämpfe vor und Programme. Manchmal habe ich den Eindruck, als ob die SPD ihre Ministerin schon zu Wahlkampfzentralen umgebaut hätte. Das ist aber nicht gut fürs Land. Dann haben wir das jetzt soweit im Dissens geklärt. Werden aber auch jetzt nicht weiter über die Masken reden, sondern würden jetzt zu Ihnen noch mal kommen, jetzt zu den Grünen, Frau Katrin Göring-Eckardt. Ihre Partei ist unter Druck, nachdem der Staat ja ziemlich gut funktioniert hatte. Ist es jetzt so, dass sich erste Fehler einschleichen, die nicht angegebenen Zahlungen jetzt am Wochenende, das muss man ja dann auch erwähnen, nochmal Diskussion um Ungenauigkeiten mögliche im Lebenslauf von Frau Baerbock und die heftige Debatte um den Benzinpreis, der Ihrer Partei im Moment zumindest auf die Füße zu fallen scheint. Verdribbeln Sie gerade einen guten Start? Nein, das glaube ich nicht. Ich fange mal mit dem zweiten an, mit der Frage, was ist mit der CO2-Steuer, was ist mit dem Benzinpreis? Das ist ja nichts anderes als das, was die Große Koalition beschlossen hat. Ich finde übrigens richtigerweise beschlossen hat, weil wir werden die Klimakrise bewältigen müssen. Das Verfassungsgerichtsurteil historisch hat uns das in der deutschen Politik aufgegeben. Der Unterschied ist, dass wir sagen, wir machen das mit einem sozialen Ausgleich, sodass die mit dem kleinen Portemonnaie tatsächlich am Ende mehr auf dem Konto haben. Wer der Meinung ist, mit 2,5 Tonnen Auto in die Stadt fahren zu müssen und sich das leisten kann, der oder die wird wahrscheinlich draufzahlen müssen mit einer großen Wohnung etc. pp. Die können sich das leisten. Die Leute mit dem kleinen Portemonnaie, sozialer Ausgleich, die werden eine Erleichterung bekommen. Das unterscheidet uns, weil bisher hat die Große Koalition nur gesagt, wir sind mal unterwegs und erhöhen den CO2-Preis übrigens um exakt den Betrag. Das andere ist, Sie haben es angesprochen, was ist mit den Vorwürfen, insbesondere an Annalena Baerbock. Dazu will ich eine Sache sagen. Natürlich muss alles klar sein und es ist auch gut, dass Leute recherchieren und man dann sagt, was war wann. Aber wenn ich mir anschaue, wie auf die einzige Frau im Rennen gerade draufgehauen wird, wie Vorwürfe weit unter der Gürtellinie auf eine Frau gezogen werden, dann finde ich das nicht nur absurd und unterirdisch, sondern das entmutigt viele andere Frauen auch, überhaupt noch in der Politik eine Rolle spielen zu wollen. Inzwischen melden sich massiv viele Frauen aus anderen Parteien, manche sogar öffentlich, wie aus der SPD beispielsweise, mehrere, die sagen, wir wollen nicht, dass so mit Spitzenfrauen in der Politik umgegangen wird. Und das ganz klar und eindeutig. Wenn man einen fairen Wahlkampf machen will, dann muss man dem standhalten. Und ich sage es ausdrücklich an Herrn Ziemiak, Herr Maaßen hat sich an dieser Stelle mit einem Tweet beteiligt, wo ich nur sagen kann, wenn die Brandmauer steht, dann müssen Sie, Herr Ziemiak, heute hier erklären, erstens, da geht bestimmt niemand von der Bundesspitze in den Wahlkampf in diese Region Suhl. Vielleicht müssen wir einmal übersetzen, was der Tweet ist, sonst wissen unsere Zuhörer und Zuschauer überhaupt nicht, worüber wir reden. Und dann lassen wir das Thema, dann antwortet entweder für die Union, in dem Fall für die CDU, jetzt Herr Ziemiak kurz und dann kommen wir weiter zu den Inhalten. Genau, die zweite Frage, ist denn Herr Maaßen am Ende auch Teil der Fraktion und was steht in diesem Tweet? Da sind die Kürzel aus Annalena Baerbocks Vornamen genommen und dann geht es darum, ob sie mit diesen Kürzeln, ob das ein Zeichen dafür ist, die wirklich größte Verschwörungstheorie, die man sich vorstellen kann, dass das englische All Cops Are Bastards damit in Zusammenhang steht. So, und wenn man so einen Verschwörungstheoretiker, Praktiker im Wahlkampf hat, unterstützt und ihm dann Teil der Fraktion sein lässt, dann steht die Brandmauer gegen rechts jedenfalls nicht. Kurz dazu. Also dieser Tweet ist unmöglich und unsäglich. Das ist auch nicht unser Niveau, nicht mein Niveau. Und das andere, was Sie angesprochen haben, Frau Göring-Eckardt, sind die Ungereimtheiten beim Lebenslauf von Frau Baerbock. Das haben Journalistinnen und Journalisten enthüllt und recherchiert. Damit haben wir nichts zu tun. Ich verstehe, wenn Sie auf den Lebenslauf angesprochen werden oder die Frage der Steigerung der Benzinpreise. Sie haben gerade auch gefordert, dass Wohnungen, große Wohnungen teurer werden sollen, dass Sie dann versuchen, auf Herrn Maaßen zu lenken. Das verstehe ich, weil das geschickt ist. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen sollten wir darüber sprechen, dass man die Dinge gut auseinanderhält. Aber ich fand den Punkt schon entscheidend. Ich möchte es noch anfügen. Sie haben vorhin gesagt, oder einen unfairen
Ihren Wahlkampf beklagt. Aber Frau Göring-Eckardt, Sie werden doch nicht ernsthaft behaupten, dass die Frage, ob man alles in seinem Lebenslauf korrekt angegeben hat oder dass man die Nebeneinkünfte ordnungsgemäß gemeldet hat, dass das eine Frage von Mann oder Frau ist. Da würde ich doch wirklich dringend darum bitten, dass da für alle dieselben Maßstäbe gelten. Sehr so, gerne, aber das, was ich angesprochen jetzt habe... Jetzt reden wir über das Klima und über die Diskussion, wie darf Klimaschutz tun oder wie sehr muss er denn abgefedert werden, denn das ist ja letztlich der Streit, über den wir da reden. Und Herr Wissing, Sie waren jetzt länger nicht mehr in der Runde, aber auch die FDP will ja jetzt Klimaschutz, aber anders. Wie sehen Sie das als eine Partei, die in der Opposition ist, wenn im Moment in der Tat in der Regierung ein höherer CO2-Preis beschlossen wurde? Und man muss auch sagen, Herr Jung, der Klimaexperte der CDU, ja auch gesagt hat, der CO2-Preis muss sehr schnell deutlich teurer werden. Wie sieht das die FDP? Wir haben ja einen ambitionierten Vorschlag gemacht. Wir haben gesagt, wenn wir uns einig sind, dass Klimaschutzziele erreicht werden müssen, dann sollten wir einen CO2-Deckel vorgeben, damit die Ziele nicht vielleicht erreicht werden, sondern ganz sicher erreicht werden. Das würde bedeuten, dass man immer weniger CO2 emittieren darf, gesetzlich vorgegeben, und am Ende über Emissionszertifikate dann natürlich auch ein Preissignal gesetzt wird. Das ist der Vorschlag der FDP. Das ist quasi direkter Klimaschutz. Das andere ist indirekter Klimaschutz, wenn man von staatlicher Seite nur den Preis reguliert, aber die zulässige CO2-Emissionsmenge nicht vorgibt. So, das ist der Unterschied. Darüber streiten wir auch im bevorstehenden Bundestagswahlkampf. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es besser ist, Klimaschutzziele sicher und nicht nur vielleicht zu erreichen. Und das wird die Auseinandersetzung sein. Auch die Linke, auch Sie, Frau Ali, haben heftig eingehauen und losgelegt gegen die Vorschläge der Grünen. Aber in Ihrem Wahlprogramm sind Sie ja noch viel radikaler beim Thema Klimaschutz. Die Grünen wollen ja die Einnahmen aus den höheren CO2-Preis wie beim Tanken wieder zurückgeben. Und zwar pro Kopf an alle. Was ist denn daran unsozial? Was daran unsozial ist, sind mehrere Dinge. Einmal, die Verbraucherinnen und Verbraucher gehen in Vorleistung. Das heißt, sie bekommen vielleicht dann am Ende des Jahres etwas zurück. Das heißt, sie sind erstmal stärker belastet. Und gerade die Familien, die jetzt schon gerade mal so zurechtkommen, für die ist das eine nennenswerte Belastung. Das Zweite ist, dass vollkommen ungeklärt ist, auf welche Art und Weise das überhaupt zurückgeführt wird. Wird das auf Hartz IV angerechnet? Wir wissen, kennen es ja bereits jetzt von vielen Sozialleistungen, dass das für die Betroffenen ein riesenbürokratischer Aufwand ist. Und dann ist es oft auch eine Demütigung auf dem Amt. Wie wird sichergestellt, dass das nicht geschieht? Und der dritte Punkt ist der, dass wir eben sagen, wir brauchen dringend effektiven Klimaschutz, aber solange Menschen aufs Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren, ist eine Lenkung über den Verbrauchspreis, über den Spritpreis nicht möglich. Wir haben es ja lenken. Nee, Moment, denn in Ihrem Programm steht, es braucht eine verbindliche Obergrenze für Unternehmen und die Gesellschaft. Was heißt denn das konkret? Wird ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gefahren oder geheizt oder was heißt das? Nein, das bedeutet, dass man Alternativen schaffen muss und die Konzerne, in dem konkreten Fall auch die Autoindustrie, in die Pflicht nehmen muss, die Vorgaben einzuhalten. Und wir brauchen Alternativen zum Auto, im Verkehrsbereich zu bleiben. Wir brauchen dringend einen konsequenten Aufbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, damit Alternativen da sind. Und ich möchte noch mal einen Satz sagen, was ich gerade sagen wollte. Die Vorstellung über den Verbrauchspreis, über den Verkaufspreis zu lenken, dass das klappt, das wird eigentlich jeden Tag an den Tankstellen wird gezeigt, dass das nicht geht. Wir hatten Preisschwankungen von 30, 40 Cent im letzten Jahr. Wurde deswegen weniger getankt? Nein, weil die Menschen das Auto brauchen. Und an der Stelle muss man ansetzen, man muss die Alternativen schaffen. Ich glaube nicht daran, dass irgendjemand damit geholfen ist, wenn für die Krankenschwester, die um 6 Uhr morgens zum Dienst muss und das Auto braucht, das Leben erstmal teurer wird. Damit verbraucht sie ja noch nicht weniger. Ja. Die Alternativen müssen geschaffen werden und dann vielleicht, an letzter Instanz, kann ich dann mit dem Verbrauch etwas feinlenken, aber ich muss die Alternativen erstmal haben. Kurz zur SPD, weil wir ja bei dem Thema waren, wie glaubwürdig ist das, wenn man selber als Regierung, und die SPD ist Teil der Regierung, eine Erhöhung, also strengere Klima
Ziele beschließt und auch eine Verteuerung der Benzinkosten und gleichzeitig gegen die Grünen schießt? Ne, wir haben das ja zusammen beschlossen und das ist ja auch richtig, dass es einen CO2-Preis gibt und wir haben gesagt, wir fangen dieses Jahr an und der steigt moderat. Aber, und das ist gerade angesprochen worden, wir haben auch gesagt in der Koalition, wir schaffen Alternativen. Also wir haben gemeinsam verabredet, ÖPNV-Ausbau zu versechsfachen. Wir haben gemeinsam verabredet, eine Ladeinfrastruktur für Elektromobilität auszubauen. Wir haben verabredet, dass... Wir haben die Pendlerpauschale erhöht. So, das sind alle... Wir müssen aber überhaupt erstmal ein... Wäre wir müssen, nur nein, wenig lassen Sie mich das bitte sagen. Wir müssen gewesen. Überhaupt erstmal einen Gebrauchtwagenmarkt für Elektromobilität schaffen, damit die Pflegekraft und die Erzieherin und die Verkäuferin sich ein Elektroauto leisten kann. So, das, was die Grünen wollen, ist jetzt schlagartig sofort 16 Cent oben rauf. Jetzt sofort 16 Cent oben rauf. Und ich sage Ihnen, Frau Göring-Eckardt, das wird die Leute in meinem Wahlkreis, die müssen fahren, jeden Tag. Ja. Jeden Tag müssen die nach Hamburg pendeln. Das spart man doch. Also die, für die wird das teurer und da tut man dem Klima überhaupt nichts Gutes mit und eine Alternative haben sie nicht geschaffen. Deswegen ist unser Weg, ja, moderater Anstieg, aber nicht eine ideologische Fixierung nur auf den CO2-Preis, sondern ein Instrumentenmix. Und da geht es vor allem um Alternativen. Und so denken die Grünen nicht. Und das ist ein klarer Unterschied. Doch, so denken wir, weil einerseits ist natürlich klar, wir brauchen mehr öffentlichen Nahverkehr. Wäre schön, ihr hättet das früher gemacht. Natürlich brauchen wir eine Ladeinfrastruktur. Wäre schön, die hätten wir schon. Es gab immer wieder Versprechen, wie viele E-Autos auf die Straße kommen von dieser Koalition. Und das haben wir nicht. Und das ist nicht meine Verantwortung, sondern es ist Ihre. Und ich bin sehr dafür, die Alternativen zu schaffen. Aber ein Wort noch, im ländlichen Raum werden wir auch in Zukunft Individualverkehr haben. Die Leute werden Auto fahren und die werden auch ihre alten Autos zu Ende fahren. Alles andere wäre komplett absurd, ob das die Krankenschwester ist oder wer auch immer. Nee, wir nehmen es nicht weg, wir machen das, was die Bundesregierung schon beschlossen hat. Wir geben nur den Leuten mit einem sozialen Ausgleich, mit einem Energiegeld pro Kopf das Geld zurück. Das heißt, eine vierköpfige Familie, die hat echt mehr in der Tasche, wenn sie ein kleines Einkommen hat und eben auch vielleicht ein Auto fährt. Das glaubt doch kein Mensch, dass er hinterher mehr in der Tasche hat, wenn er Berufspendler auf dem Land ist. Ja, wenn es die mit. Aber die AfD haben wir natürlich auch ins Programm geguckt und wollen auch Sie, Herr Baumann, wieder in die Runde mit reinbringen. Die AfD leugnet den menschengemachten Klimawandel und sie fordert, den deutschen Klimaplan zu zerreißen. Sie warnt vor allem dann auch vor einer angeblich internationalen Klimadiktatur und einer Corona-Diktatur. Glauben Sie, dass Sie mit dieser Diktatur-Sorge wirklich durchdringen bei den Menschen? Also das ist eine sehr deutsche Debatte. Die gibt es sonst nirgendwo so auf der Welt. Das muss man als erstes mal festhalten. Hier ist eine Art von Klimahysterie entstanden. Was sofort klar wird, wenn man sich nur ganz kurz nachguckt. Der größte Teil des CO2-Ausstoßes ist sozusagen natürlich bedingt. Der menschengemachte CO2-Ausstoß ist weit geringer. Und der deutsche Anteil an dem menschengemachten beträgt 2% und weniger. Selbst wenn sich alle Deutschen, und da lacht ja die ganze Welt, wenn sich alle 80 Millionen Deutschen umbringen würden und kein CO2 mehr ausstoßen würden, würde das Klima nach allen Rechnungen, Klimarat und Co. 0,00016% sich verändern, hat sogar ein CDU-Abgeordneter in letzter Woche veröffentlicht. Herr Baumann, wir reden bitte über Ihre Voodoo-Rechnungen da, bei aller Liebe. Sogar der CDU, wo der Zukunftsmarkt ist und wir wollen das zu einem Zukunftsthema machen und Arbeitsplätze sichern. In China gibt es jede Woche ein neues Kohlekraftwerk. China steuert doch gerade um. In China gibt es jeden Monat, jetzt bin ich doch dran. Sie haben jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Herr Baumann war lange nicht dran, aber ich würde noch mal sagen, wir müssen ja über das reden, was ist. Nämlich wir haben ein Bundesverfassungsurteil, was fordert strenge, klare Klimaziele. Und ich frage, ich habe aus Ihrem, also aus dem AfD-Programm vorgelesen und das, zum Klimaschutz. Und da steht sogar im Wahlprogramm Klimawandel positiv begegnen. Warmziele seien immer schon Blütezeiten der Menschheit gewesen. Also ist das die Antwort? Dass es immer einen Klimawandel gegeben hat, dass da, wo wir jetzt sitzen, mal Eisdecken waren von Kilometern und eine Eiszeit. Das aber ist doch keine Frage. Ist das Frage. Die Antwort auf die Diskussion? Die Antwort das ist aus auf Ihrem die Diskussion, dass wir im Moment die deutsche Industrie abwürgen, um zu versuchen, das Weltklima auf deutschem Boden zu retten, die deutsche Autoindustrie abriegeln, unsere Kohlekraftwerke abschalten, unsere Atomkraftwerke abschalten. In China wird jede Woche ein neues Kohlekraftwerk zugeschaltet, ohne die tollen Filter, die wir haben, und ein neues Atomkraftwerk ohne die Sicherheitsstandards, die wir haben. Das ist ein Wahnwitz. Hier hat sich die Diskussion verengt, wie überhaupt das ganze Meinungsklima sich verändert hat. Auch hier am Tisch sehen wir das hier sozusagen, sind alle einer Meinung.
Es ist ja nicht von Zufall. Es ist ja kein Zufall, dass 78% der Menschen sagen, nach einer Allensbach-Umfrage, man kann in Deutschland nicht mehr offen seine Meinung sagen. Man muss Angst haben, seine Meinung zu sagen, und zwar, wenn es um Themen geht wie Migration oder Klima oder Gender und alle solche Sachen. Man kann die Meinung nicht sagen. Man verliert nur den Job danach. Man hat soziale Nachteile. Und auf diese Diskussion, die ist wirklich... Sie haben das wirklich, doch gesehen im WDR-Rundfunkrat. Ich habe gar nichts gesehen im WDR-Rundfunkrat. Von den 53 Schauspielern wurde einer Herr sofort vom, ermahnt vom Rundfunkrat, dass er seinen Job verliert. Lassen Sie uns doch über Inhalte reden. Und bitte, ich würde jetzt gerne an Herrn Blume, denn der war auch länger, nicht in der Runde sagen. Also die Union und auch die CSU will an der Zapfsäule die Verbraucher wegen der Klimamaßnahmen nicht stärker belasten. Bei der Gebäudesanierung will die Union die Mieter alleine zur Kasse bitten. Und bei den Windräderausbau, denn den brauchen wir für all das, was wir bei erneuerbaren Energien besprechen, ist Bayern nun gerade das Modell für die härtesten Abstandsregeln. Was wollen Sie denn dann oder was wäre der Beitrag? Also vielleicht mal zum großen Bild. Die Bundestagswahl wird sicherlich eine Richtungsfrage, denn wir sind immer noch in der Krise und die Frage ist, wie kommen wir aus dieser Krise raus? Unser Rezept als Union, das wird sich auch im Wahlprogramm natürlich so wiederfinden, in unserem Regierungsprogramm, heißt mehr Wachstum, neues Wachstum. Und wir sehen, was von anderer Seite präsentiert wird. Also mir fehlt der Glaube, dass mit mehr Steuern und mehr Staat und mehr Schulden mehr Wachstum erzeugt wird. Das hat noch nie geklappt, das hat immer in die nächste Krise geführt. Deswegen wird es ein Kontrastprogramm sein, aber natürlich ein Kontrastprogramm, wo wir über eine neue Qualität von Wachstum reden, wo es natürlich darum geht, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Deswegen werden Sie engagiertesten Klimaschutz auch bei uns natürlich im Programm finden. Aber der Unterschied zu den Grünen ist, bei den Grünen, da schwingt immer auch eine andere Motivlage mit, Frau Göring-Eckardt. Aber Herr Blume, meine Frage war konkret, was bedeutet das? Wird es bei der Windkraftregelung Nachbesserungen geben oder wird es in dem gemeinsamen Programm die CSU-Position, die zumindest Herr Söder ja geäußert hatte, mal nämlich früherer Ausstieg aus der Kohle, jetzt gibt es in Bayern keine Braunkohle, aber wird so etwas da eingearbeitet oder was konkret, weil Sie sagen, was Sie alles nicht wollen, was wäre dann der Beitrag? Also wir halten den Weg für falsch, den Klimaschutz gegen die Menschen zu organisieren, sondern wir wollen ihn mit den Menschen organisieren. Wir können uns vorstellen, Elemente einer Klimasteuerreform, die mit Anreizen arbeitet, die klimafreundliches Verhalten entsprechend belohnt, die Investitionen anreizt, die auf Innovationen setzt und vieles andere mehr. Also nochmal, Klimaschutz heißt ja nicht zwingend Askese. Und das ist das, was ich auch als Problem ausmache, warum viele Menschen in Sachsen-Anhalt jetzt eben dann doch um die Grünen einen Bogen gemacht haben. Sie sind immer Umfragenweltmeister, aber an der Wahlurne, da liegt dann die Wahrheit. Und da sagen dann viele, naja, also diesen Feldzug gegen die Mobilität, den Feldzug gegen die Autofahrer, der da immer mitschwingt, den wollen wir nicht. Und wir werden zeigen, wie es zusammengeht. Wir wollen mehr erneuerbare Energien, das war Ihre Frage, selbstverständlich. Auch in Bayern. Wir sind in Bayern entgegen mancher Rede sehr, sehr gut unterwegs. Sonnenland Nummer 1, Biomasse top und auch beim Wind müssen wir uns überlegen, wo wir noch Potenzial erheben können. Aber eine Botschaft ist immer entscheidend, nicht gegen die Bevölkerung, sondern mit der Bevölkerung. Das ist der einzige Weg, der am Ende auch Bestand hat. Nur gegen die Mieterinnen und Mieter schon. Das ist ja gerade gesagt worden. Die ganzen Umlagen sollen alles die Mieterinnen und Mieter tragen. Das ist ja nur auch nicht gerade sozial. Also, ja, da können Sie doch mal zu stehen, dass Sie das wollen. Das ist doch auch wieder Kampagne. Nochmal. Nee, das ist keine Kampagne, das hat doch quasi gerade gesagt. Die Markus, Diskussion ist 40 Minuten sind schnell zurück. Wir kommen auf die Zielgerade. Und weil eben im Moment die größte Partei, die Union, noch kein Wahlprogramm hat, als Sie und mit Bitte um kurze Antwort die Frage, Herr Ziemiak, wir haben gemerkt, immer dann, wenn es konkret wird, nicht nur beim Klimaschutz, dann wird es auch ungemütlich. Wie konkret wird das Wahlprogramm sein? Sehr konkret, aber wir sind jetzt noch, ich will daran erinnern, in einer großen Krise, in der Corona-Krise. Okay. Wir arbeiten in der Regierung und das Programm wird nicht nur konkret, ich kann es Ihnen zusagen, es wird auch sehr, sehr gut. Wenn wir es kennen, werden wir es überprüfen. Ich danke Ihnen alle ganz herzlich für die Diskussion hier, denn das war die Berliner Runde zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und gleichzeitig der Auftakt in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs. Danke für die lebhafte Diskussion und danke für Ihr Interesse. Neue Zahlen gibt es jetzt in der Tagesschau und den ganzen Abend natürlich im Ersten.